Herzlich willkommen. Ihr könnt ihn schon hören im Hintergrund, aber nicht sehen, so wie ich. Raphael, also erstmal herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Das muss ich natürlich vorher sagen, aber ihr wisst das ja sowieso. Raphael, du sitzt in Berlin, ich sitze bei Zürich. Polyglotter geht's ja gar nicht. Herzlich willkommen. Ja. Hallo, hallo. Grüße aus Berlin. Wir haben uns gerade über Haare unterhalten, und zwar, weil Raphael sitzt mir gegenüber und er hat Haare, und ihr kennt mich jetzt ein bisschen, ja. Ich habe keine mehr und ich finde das unverschämt. Ich wünschte, ich hätte ein paar Haare mehr im Gesicht. Aber ja gut, die kannst du von mir kriegen. Da geht noch was. Ach, egal du. Ja, Mensch, das ist klasse, dass wir uns mal auf diesem Wege quasi indirekt persönlich treffen, wie das natürlich so ist, übers Internet. Und zwar der Hintergrund vielleicht kurz, damit Leute ungefähr wissen, wie wir uns kennen. Wir sehen uns jetzt tatsächlich zum ersten Mal indirekt. Wir werden uns aber nächste Woche in Marrakesch direkt sehen, denn wir beide fahren den Atlas Mountain Race, da freue ich mich schon mega. Und der Raphael ist mir aufgefallen, jetzt bist du gespannt, wie, ne? Und zwar ich nehme an Instagram. Ja, auch, aber ich habe erstmal den Silk Road Mountain Race, den habe ich mir immer so angeguckt und mache eigentlich vorher, versuche ich immer so ein bisschen mir die Fahrräder anzugucken, der Leute, die dort fahren, einfach um so ein bisschen auch so für einen Blog zu schauen, das ist ja ganz interessant immer. Ja, genau. Und dann habe ich das, geguckt, dachte ich mal, Bombtrack, okay, es fahren jetzt 4 Bombtrack-Räder mit, wer ist denn das, okay, da fährt ein, zuerst habe ich gedacht, okay, Cycling Rafa, oh, die Schweine haben ja hier da so einen Account gebaut. Ich meine, das ist ja ein geiler Name, aber so. Und dann habe ich dann näher hingeguckt, nee, das ist ja eine Person. Das ist ja, dann dachte ich zuerst, oh, jetzt hier aber der Rafa Store in Berlin, jetzt haben sie es aber ganz schön. Und nee, war es aber auch nicht. Ja, ja. Und dann habe ich dich gesehen mit deinem Bombtrack und dachte mir, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, war natürlich Dotwatcher und so kenne ich dich jetzt quasi noch nicht. Ja, so, aber. Ja, und dann haben wir Kontakt. Wie haben wir denn eigentlich Kontakt bekommen? Ich hab die geschrieben. Irgendwo hat jemand in der Instagram-Story gepostet, dass dein Podcast ganz gut wäre. Das hatte ich gesehen und dachte, oh, ich höre schon so ein paar Bikepacking-Ultra-Distance-Podcasts, die meisten auf Englisch, und dachte ich, geil, mal einer, der es auf Deutsch macht. Und dann habe ich reingehört, bin so durchgekickt, und es war ja relativ viel über Touren noch. Und dann habe ich gesagt, okay, eins auch über Atlas Mountain Race, und dann bin ich drauf, lag abends im Bett, hab's gehört, und auf einmal habe ich meinen Namen gehört. Habe ich sofort Stopp gemacht und hab zurückgespult, hab's meiner Freundin gezeigt, dann so, jetzt hör mal zu. Und dann sie, okay, kennst du ihn? Ich so, ja, noch nicht, aber wahrscheinlich dann bald. Ja. Und dann hab ich dir geschrieben. Was habe ich denn da erzählt? Ich hab, glaube ich, auf dich... Einfach nur über deine Ambitionen vom Rennen, und dass du ja, ich meine, wie die Online-Welt so läuft, dass du dich freust, Ben kennenzulernen, mich, Markus auch noch. Mit Markus war ich damals übrigens zufällig in Kirgisistan im gleichen Hostel. Und wir sind im gleichen Landkreis geboren. Wir kommen beide exakt aus der gleichen Gegend in Thüringen. Du bist dann quasi auch, nee, du bist wahrscheinlich zu jung, um Ossi zu sein, ne? Aber du bist Ossi im Herzen, so wie ich, oder? Ich bin im Ende August 89 geboren. Ja, da hast du aber noch miterlebt, am eigenen Leib. Da hast du kurz bevor du rüber gemacht hast. Ne, ich bin ja Leipziger. Genau. Ich bin 75er Baujahr, bei mir ging es dann. Ich erzähle ja auch immer noch den Leuten, ich bin 2010 geflohen. Und es gibt immer noch Leute, die das glauben. Ja? Also du kannst das ja immer erzählen, die Mauer, weil das ist völlig egal. Gut, herzlich willkommen. So, jetzt erstmal, wir haben ein paar Themen. Ich finde das total spannend und ich will auch ganz entgegen meiner Natur eigentlich dich reden lassen und weniger mich, weil ich habe das jetzt mal so zusammengefasst und dann, ich würde sagen, dann legst du einfach mal los mit, stell dich einfach mal vor, erzähl mal ein bisschen was von dir, wie bist du vor allen Dingen, ich habe mir geschrieben, vom Sportstudium zum Unternehmensberater zum Radsportler. Die Reihenfolge mag jetzt vielleicht nicht stimmen, aber du bist hier und kannst das richtig stellen und ich hänge mich einfach rein, weil ich finde es interessant, was du schon hinter dir hast und was du machst, und kommen wir gleich zu. Los, Raphael. Ja, im Prinzip, ne, 2009 habe ich mein Abi gemacht, und dann damals war ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren, wusste nicht, was ich studieren sollte, bin dann mit einem Kumpel zum Arbeitsamt gegangen, also zu dieser Berufsberatung,
haben die mich gefragt, ja, was magst du so? Wir waren auf der Sportschule, ich komme eigentlich aus dem Leistungssport Tischtennis. Ja. Werden jetzt einige lachen, aber ja, Tischtennis ist durchaus ein Sport. Und ja, dann hat die uns gefragt, was mögt ihr denn? Dann meinte ich, ja, Sport, aber Lehrer will ich nicht unbedingt werden. Und ja, dann hat so ein Sportmanagement vorgeschlagen. Wir beide sofort, das hört sich gut an. Und dann haben wir das angefangen. Hatte wahrscheinlich so ziemlich die besten 3 Jahre meines Lebens in Potsdam, damals noch im Bachelor. Nur coole Leute kennengelernt. Wir waren eine richtig eingeschworene Gruppe. Dann bin ich ein Jahr ins Ausland, nach Australien gegangen, zum Ende vom Bachelor dann. Mhm. Kam zurück, hatte die Bachelorarbeit sogar schon geschrieben. Und kam dann so ein bisschen in Zweifeln, oh, Sportmanagement ist ja alles schön und gut, aber wirklich so viel gelernt, beziehungsweise ich habe nicht viel gelernt, mhm. aber ich war mir nicht sicher, ob man da jetzt so den großen Berufsweg einschlagen könnte. Wir sind hier unter uns, ich bin Politologe und Soziologe, ich habe auch so, Verlegenheitsstudiengänge sind das, weißt du? Ja. aber es hat Spaß gemacht. Ja. Dann habe ich, 2012 war das, bin dann im Master quasi zu BWL gegangen, auch an der Uni Potsdam. Dann auch direkt spezialisiert in Finance and Accounting, obwohl ich davor noch nicht mal wusste, was Steuern haben ist und hatte nie eine Buchführung, Vorlesung oder irgendwas. Mhm. Und dachte, naja, wenn ich dann zu BWL gehe, dann mache ich wenigstens was Richtiges. Habe das dann auch irgendwie so durchgezogen. Master hat sich dann ein bisschen hingezogen, war dann noch mal ein bisschen länger im Ausland, habe dann 2015 in Frankfurt mit dem Praktikum begonnen. Und dann hat sich das irgendwie so weiter nach oben rotiert. Also alle Freunde meinen aber schon, Raphael, bist du sicher, ist das was für dich eigentlich? Du bist gar nicht der Typ dafür und jetzt musst du jeden Tag in Anzug da zum Mandanten rennen und so. Und dann habe ich auch gedacht, ja, anfangs ist man natürlich immer voller Motivation und denkt, ja, das wird was, hier mache ich die ganz große Karriere. Und dann habe ich aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht so hundertprozentig mein Weg war. Ich bin dann quasi vom Praktikum zurück nach Berlin gegangen, war nach einem Jahr Werkstudent. Nach dem Werkstudent konnte ich da anfangen. Ich habe aber sofort gesagt, ja, ich will auf jeden Fall nochmal reisen. Und dann haben die gleich gesagt, ja, du kannst gerne ein halbes Jahr nach Asien gehen, nochmal reisen und leben. Und danach kommst du quasi zurück und fängst direkt fest an. Mhm. Was immer so einfach war, das war halt, ne? Also man hat so dieses Geld verdient. Ich habe im Sommer habe ich immer extrem viel frei gehabt, immer 10 Wochen am Stück. Oh, cool. Ich bin schon mein ganzes Leben immer schon nur am Reisen gewesen, war immer viel unterwegs. Und das hat mir zumindest ermöglicht, weite Reisen zu machen und jetzt nicht irgendwie 2 Wochen in Spanien am Strand zu liegen. Ja. Und ja, das hat sich dann aber irgendwann so entwickelt, dass ich im Winter nur noch gearbeitet hatte, jede Woche 70 Stunden, hab meine Freunde nicht mehr wirklich sehen können, die Wochenende auch jedes Mal voll gearbeitet. Und im Sommer, wenn ich dann frei hatte, bin ich reisen gegangen. Und das war irgendwie, ist mir dann so das Leben in Berlin, ich will jetzt nicht sagen entglitten, ich hatte genauso meine Freunde noch, aber ich hätte die schon gern öfter gesehen. Dann bin ich 2017, wenn man so lange Urlaub hat, dann können die Ex-Freundin konnte damals auch nicht 3 Monate immer mit, die hatte noch studiert. Ja. Und dann hatte ich quasi so ein 2-Wochen-Fenster und dann habe ich meine Mutter, ich habe einen ganz kleinen Bruder, der war damals 10 erst. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ey, soll ich mit meinem kleinen Bruder einfach mal über die Alpen fahren? Ich saß davor, also ich habe mein Fahrrad in der 3. Klasse bekommen. Ansonsten, ich bin nie Rad gefahren. Ich saß nie auf dem Fahrrad. Selbst in Erfurt, wo ich zur Schule gegangen bin, war ich auf dem Sportinternat. Das war 20 Meter neben der Schule. Daneben war die Halle. Ich hatte nie ein Fahrrad. Da habe ich mir von einem Kumpel ein Fahrrad ausgeliehen. Und dann sind wir damals über die Alpen, so halb über die Alpen drüber. Aber wir haben Zugspitze mitgenommen. Für meinen kleinen Bruder war das eine super Sache. Ich glaube, 10 Tage waren wir unterwegs. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Damals noch mit quasi Seitentaschen hinten, diese guten alten Ortlieb-Taschen. Ja. Da war er nicht mit leichtgewichtig oder sonst was. Ein Jahr später, da habe ich dann zumindest gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wobei das natürlich noch eine lange Reise ist zu den Fahrten, die wir jetzt machen, die du ja auch kennst in deinen Urlauben. Und dann bin ich im darauffolgenden Jahr wollte ich mit einem Kumpel, ich habe mir dann quasi so einen Cube geholt, so einen Grosser, und dann wollten wir eine Reise machen und sind dann am Ende durch Georgien, Armenien und Iran gefahren. Mhm. Und da habe ich das erste Mal richtig gemerkt, boah,
Ich will nie wieder normal reisen. Also ich will nie wieder mit dem Backpack auf dem Rücken und dann durch mit dem Bus irgendwo langfahren. Das war, wie man die Leute kennengelernt hat. Die Geschichten, die wir da erlebt haben, die waren einfach so einzigartig. Und dann habe ich in diesem Urlaub den Instagram-Account vom Silk Road Mountain Race entdeckt und konnte damals quasi diese, da der Levente und Jay, die haben sich ja vorne so ein kleines Bettel geliefert und ich hing die ganze Zeit am Handy und habe gedotwatcht, auch wenn ich wusste, damals gar nicht wusste, was es ist. Aber ich konnte davon nicht mehr loslassen, hab dann sogar in Teheran, hatte dann leider einen Unfall, also im Iran noch, dabei habe ich mir auch dummerweise das Kreuzband gleich noch mitgerissen. Das heißt, diese ganze Fahrradgeschichte, Urlaub war quasi abgebrochen, wir wieder zurück im Bus und dann quasi mit dem Bus nach Teheran gefahren. Hatte dann in Teheran einen Dänen kennengelernt, der auch von Dänemark nach, ich glaube, Singapur gefahren ist. Und er hatte auch vor, im kommenden Jahr transkontinental mitzufahren. Und dann hat er mir so ein bisschen was erzählt und ich bin nicht mehr rausgekommen aus dem Stau. Ich dachte, geil, das ist ja, also verrückt, dass sowas erstmal geht, sowas der menschliche Körper so entstanden ist und dann, wie weit kann man es halt immer noch pushen, ne? Und es waren damals, also in dem Iran-Urlaub sind wir nicht einmal über 100 Kilometer am Tag gefahren. Also wir hätten es auch geschafft, aber das waren so damals diese Distanzen, die man ja nicht so vorstellbar. Weil du das gerade ansprichst, das ist, ich lese das immer mal wieder in irgendwelchen Gruppen, so hey, zum ersten Mal 100 Kilometer oder wie kann ich denn 100 Kilometer, weil es ist so, wie du so schön sagst, in unserer Welt ist das jetzt mittlerweile so, okay, und was machst du am Nachmittag, also dieses, das ist ja, weiß ich nicht, bis zum Frühstück, so da hast du das gefälligst und zwar mit 7000 Höhenmetern da drinnen, du Lauch, so. mal gucken. Aber das war der erste Silk Road Mountain Race, ne? Da kann ich mich nämlich auch dran erinnern, da habe ich auch Dotwatching gemacht und das hat er dann, der Jay hat das ja so beschrieben, dass er dann irgendwie nachts mitgekriegt hat, dass der Levante immer näher kam und dann ist er da los und die sehen ja danach immer völlig fertig. Am Ende war es ja eindeutig, aber zwischendurch, das sieht man auch in der Dokumentation, hat er kein Sperrsignal gehabt und dann war er sich nicht mehr so sicher, wie viel Vorsprung er jetzt eigentlich hatte. Der ist ja noch nachts durch so einen Fluss gewartet noch, ne? Da, irgend sowas. Da war das so eine Pushbike-Strecke, 20 Kilometer irgendwas. Achso, diese ausgetrocknete, in diesem Jahr war ausgetrocknet, aber da haben wir uns dieses Jahr zum Glück nicht durchgeschickt, also letztes Jahr. Da erzählst du gleich mal, Ja, und dann bin ich im Prinzip, habe ich einfach mal geschaut, was ging. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon im Hinterkopf, ich würde gern kündigen und ich würde gern irgendwas Neues suchen. Und da bin ich dann erstmal aufs Fahrradfahren gestoßen. Hört sich relativ simpel an, aber ist tatsächlich so. Dann kam ich nach Hause und habe erstmal geschaut, okay, was kann ich für Rennen nächstes Jahr fahren? Und dann bin ich quasi beim Italy Divide Bikepacking Trans Germany, wobei das dann sogar noch eine relativ spontane Entscheidung war, das als Vorbereitung für Kirgisistan zu fahren. Ja, und beim Italy Divide, weiß ich noch, kamen wir dann abends so zu diesem Dinner, was immer den Tag davor war. Und dann saß Levente, der ja in Kirgisistan davor Zweiter wurde, saß er gegenüber von mir. Und ich war aufgeregt, als wie so ein kleines Kind, als ob er so ein Star vor mir sitzt. Ich habe ihm dann auch gesagt, du Levente, du bist mehr oder weniger der Grund, warum ich angefangen habe. Also wenn diese Geschichte damals nicht so gewesen wäre, keine Ahnung, aber das hat mich so gefasst, dass ich dann direkt gesagt habe, ja, das will ich auch machen. Aber Italy Divide ist ja auch ein Brett und Trans Germany. So, und so. Du sagst so, eine Vorbereitung, so, das ist ja schon. Italy Divide, ich hatte keine Ahnung, worauf mich einlasse. Also, das fand ich übrigens spannend, in den Vorgesprächen, die wir hatten oder vor WhatsAppen, dass du, also das finde ich so interessant, weil ja viele Leute immer sagen, wie kommt man denn dazu? Man denkt immer so, da gibt es einen Mega-Plan. Ja? Ich glaube, keiner von denen, die jetzt, weiß ich, Atlas Mountain Race fahren, hatten jemals einen Mega-Plan, das zu tun, was sie gerade tun, sondern das kommt so. Ja. Bei dir finde ich das so toll mit dem, da bin ich halt Georgien und Armenien und Iran und dann Silk Road Mountain Race und da muss man ja was vorher machen. Also bin ich da mal zwei so eine Klopper gefahren, wo sich manche Leute vielleicht jetzt im Leben drauf vorbereiten. Das finde ich ja spannend. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, die ersten beiden Rennen, das war für mich also eigentlich mental eine absolute Katastrophe. Und ich bin nach Kirgisistan geflogen, mit dem Wissen, dass es eigentlich noch ein Jahr zu früh ist. Also ich bin
ich bin halt Sportler mein ganzes Leben schon gewesen. Wenn ich so mit was anfange, dann versuche ich das auch gut zu machen. Mhm. Und ich wünschte, ich wäre sogar noch ein bisschen schneller. Ich habe jetzt ja lange trainiert und hatte sogar im Hinterkopf vielleicht in Marokko sogar so ein bisschen angreifen zu können. Mhm. Ich glaube, ja, die Leute, die da vorne schon mitfahren, das ist nochmal eine andere Nummer. Also ich werde ganz klar angreifen, mich selbst. Ja. So. Genau, so bin ich in Kirgisistan gefahren. Ich dachte eigentlich, ich brauche sehr viel Glück, was mein Rad angeht, also alles technisches Equipment und so. Ich bin jetzt nicht der Beste, was Fahrradmechanik angeht. Ich wusste, ich hatte, also in Italien zum Beispiel, habe ich es geschafft, mit so einem Reifenheber meinen eigenen Schlauch ein Loch reinzumachen, als ich einen Reifen, also als hab ich den Schlauch schon gewechselt habe. Ja, das gehört dazu. Aber ich habe, also ich, am zweiten Tag saß ich da, hatte einen Platz, musste um 17 Uhr aufhören zu fahren, weil vorne und hinten auch noch zur gleichen Zeit. Das kann Pech gewesen sein, aber ich glaube, ein bisschen Anteil, wo auch immer, hatte ich aber auch dran gehabt. Und dann saß ich da, war auf der Wiese, 10 Kilometer kam das nächste Dorf und ich war so frustriert. Also da war ich noch nicht mal so dem Heulen nach, aber ich war einfach nur mega frustriert. Musste dann quasi 10 Kilometer schieben, habe das Ganze, es war am zweiten Tag, das ganze Feld hat mich überholt, war dann hinten irgendwie um Platz 90 rum und irgendwie, dann habe ich auch gedacht, boah, jetzt so. Aber das verstehe ich nicht, Raphael. Der ADFC bietet doch so Versicherungen, die holen sich dann ab, wenn du einen Platten hast. Ja? Das wäre also, schön gewesen. Ja. Gut, aber gut, da hast du einmal das ganze Feld. Das verstehe ich, dass das frustrierend ist, wenn man da gerade. Die Motivation war, also ich meine, klar, es war immer Finishen das Ziel. Ich kann ja nicht mein erstes Rennen fahren und denke, ich fahre da vorne mit. Aber trotzdem war es schon so, vom Gefühl her dachte ich, oh, ich bin, glaube ich, sportlich besser, als wo ich jetzt gerade stehe. Aber es ist ja scheißegal, wie gut man sportlich ist. Es zählen halt einfach 1000 Sachen rein. Und wenn ich da halt ankomme mit einem 50 Kilo Fahrrad, weil es komplett scheiße gepackt ist und ich noch mit Ständer gefahren bin damals, dann ist das halt auch, ja, das sind auch nochmal 1,5 Kilo. Die also ja, ich finde, da hast es dir hart gegeben, würde man heute sagen. Ja. So, okay, war das noch ein Tourenrad oder war das schon so in Richtung Bikepacking? Weil das fing ja dann so ein bisschen an, ne? Das war das Cube damals. Ah, okay. Das war quasi so ein Crossrad. Und dann bin ich, ich war immer nur in so einem normalen Fahrradladen, der war bei mir um die Ecke, aber da wusste ich schon, die haben so wie einen Job gemacht, aber da habe ich gemerkt, okay, aber wenn man mal ein bisschen drüber hinausgeht, wissen die auch nicht viele. Die haben halt quasi so normale Stadträder verkauft. Und dann bin ich irgendwann mal, habe ich das gegoogelt und habe einen Laden in Berlin gefunden, der heißt The Gentle Jaunt. Super. Die coolsten schon, Leute über. Ach, kennst du? Ja, war ich schon. Ich habe mir dort meine ersten nicht Velostrip, sondern die haben so Fix Plus, so eine Gummibänder. So. Und seit und eine Bombtrack-Flasche. Das, ja, weil ich bin da, weil ich dachte, ja, geil, ich altes Markenopfer, das mache ich jetzt so. Aber ja, nee, ich fand das sehr, sehr angenehm. So, also ja, sehr, super, sehr toller Laden. Super, das war das erste Mal, da ich in so einen Radladen reinkam und einfach eine angenehme Atmosphäre war. Ich kam rein, habe mein Cube reingeschoben, habe dann damals zu Basti gesagt, Basti, hier, das ist mein Rad, ich will in Kirgisistan mitfahren und mach mal Tubeless drauf. Und als er aus dem Lachen rauskam. Ja, genau. Basti hat meinte, bist du sicher, dass Tubeless reicht? Ja. Und dann, ja, ich meine, dann haben wir Wochen, dann hat er mir einfach ein bisschen was erzählt und ein paar Wochen später habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich meine, das Bombtrack, das macht jetzt Sinn. Und seitdem bin ich, wenn ich in Deutschland bin ich fast wöchentlich da. Also ehrlich gesagt, ich komme gerade, deshalb habe ich mich verspätet. Ja. Ich kam gerade von denen und habe jetzt nochmal die letzten Einzelheiten für Marokko abgeklärt, weil die basteln dann immer ganz gut dran rum und rüsten mich da ganz gut aus. Ja. Da können wir ja gleich nochmal zu sprechen, weil, ne, Marokko, ich sauge jetzt nochmal dein Expertenwissen dann natürlich ab. Aber wollen wir gleich, warte mal, jetzt sind wir erstmal, du bist in Italien, das Feld hat dich überholt, du bist fertig mit Nerven, wahrscheinlich hast du ja auch sehr schmale Reifen noch gehabt am Cube, deswegen. So, und dann. Ja. Dann hast du das da reparieren können und dann bist du weiter. Du hast gefinisht, ne? Oder? Ich bin raus. Ich habe das reparieren lassen am nächsten Tag bei einem superlieben italienischen kleinen Fahrradladen. Bin weitergefahren bis
Florenz bin ich gekommen. Mhm. Ich war dann in einer Gruppe, mit der ich mich super gut verstanden hatte. Wir waren so 5 Leute, haben uns immer irgendwie am Tag wieder getroffen, hatten, damals wusste ich noch gar nicht, was so self-supported alles bedeutet, hatten dann tatsächlich auch Handynummern ausgetauscht, haben dann mal hinterher gemeint, hey, wir sind jetzt da und wir buchen uns ein, wir haben hier ein Airbnb gebucht, falls du keine Lust hast, draußen zu schlafen, dann kannst du einfach mittags schlafen. Gut, das ist Trail Magic. Das ist Trail Magic. Ja, komm. Das ist Trail Magic. Ja, aber ein bisschen. Also wir haben schon unterwegs hin und her so meinten und dann Hauptsache die Sockenlänge stimmt. Ja, dann bin ich abends war ich meistens immer schon ein bisschen vorgefahren und dann hatte ich hatte auch die absolut falsche Ausrüstung da. Also ich habe aber auch nur Geld ausgegeben. Ich hatte den alten Schlafsack von meinen Festivals, auf denen ich immer war, den habe ich drauf gehabt. Also ein Zelt hatte ich sogar, ein relativ gutes, aber es war einfach viel zu kalt. Wir sind angefangen, das Start ist in Neapel, da war es noch warm. Und je höher man geht, und dann irgendwann kommen auch so ein paar Hügel, gerade dann hinter Rom, also nördlich von Rom, gehen dann so ein paar Hügel los. Und das wurde dann kalt. Und da habe ich mir damals immer noch so, es war so einladend gewesen. Ja, okay, dann schlafen wir da alle zusammen, da ist es warm. Dann haben wir hinten raus, habe ich irgendwann gemerkt, das Ziel kam immer näher. Aber die Cut-Off-Time wurde auch immer näher. Ja, ja. Und dann dachte ich, wir müssen jetzt mal langsam Gas geben, sonst schaffen wir es nicht mehr im Cut-Off. Und das weiß ich nicht. Wie viel ist da Cut-Off gewesen? 10 Tage oder 14 Tage? Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall machbar. Ja. Also schon machbar. Und dann, die anderen waren dann so eher in dem Modus, naja, wir finishen auf jeden Fall, aber wenn wir es halt so nicht schaffen, dann setzen wir uns den letzten Tag im Zug und fahren halt rum. Da ist halt immer dieses Bike-Festival. Mhm. Und ja, dann hatte ich dann gesagt, okay, ich würde es schon versuchen zu schaffen. Bin ein bisschen vorgefahren und in Florenz weiß ich noch, wie ich abends um 20 Uhr nochmal einen doppelten Espresso getrunken habe, nochmal ein bisschen Koffein und dann wollte ich quasi rausfahren. Und mein GPS-Gerät ging nicht mehr. Mhm. Ich hatte den Element ganz normal. Das war das einzige Mal, der hat mich nie wieder in den Stich gelassen. Das war das einzige Mal, dass er mich in den Stich gelassen hat. Ich bin den Berg hoch und ich hatte kein Signal mehr. Mhm. Und bin eine Stunde den Berg hoch und runter immer wieder in Bewegung geblieben. Um was zu hoffen, dass irgendwie ein Signal wieder kommt. Ausgeschalten, wieder angeschalten. Und ich habe kein Signal mehr bekommen. Ich hatte natürlich auch kein Backup. Mhm. Und hab dann an dem Abend gesagt, okay, ich fahre halt zurück nach, also ich fahre so ein paar Kilometer aus Florenz raus, hab dann gesagt, ich fahre zurück nach Florenz, wir können uns treffen und das war's. Und an dem Abend war ich, also da hat mich keiner mehr angesprochen. Ich war so traurig und wütend und alles zugleich. Also ja, verstehe. Ich sage immer so, das GPS-Gerät ist ausgefallen, sage aber auch, es kam mir sehr gelegen. Also ich war mental so fertig. Wenn ich mental fitter gewesen wäre, bin ich mir sicher, hätte ich das Problem irgendwie gelöst. Man hätte übers Handy, über Komoot sich über Audio navigieren lassen können. Das wäre alles irgendwie machbar gewesen. Aber in dem Moment habe ich so gedacht, okay, ist ja jetzt nicht meine Schuld, wenn das GPS-Gerät ausfällt. Also habe ich eine Ausrede, auch rauszugehen und habe das dann einfach... Ganz interessant, weil du das gerade erzählst. Ich höre gerade Bike and Dev, diesen Podcast. Kenne ich noch nicht. Der ist voll in diesem Bikepacking-Ding drinne. Ein Ami und der hat, weiß ich, mit Lael und Rüd, ihre Lebenspartnerin, Interviews geführt. Ja. So. Und er hat jetzt auch mit Sofiane im letzten Jahr, als der Sofiane bei der Tour Divide ausgestiegen ist, 4 Tage vorher oder sowas, hat er mit dem nochmal gesprochen. Und der Sofiane erzählt, der hatte das nämlich auch, er hat Angst bekommen, dass er überholt wird. Er war auch irgendwie sehr rekordverdächtig unterwegs, also auch quasi den Mike Hall-Rekord quasi zu schlagen. Ja. Und dann war er in so einem Waldstück und da fiel dann das GPS aus. Und dann er hat den Track nicht gefunden, er hat das nicht sehen können. Es hat geschneit, es war alles Mist und so. Der hat dann auch gesagt, jetzt ist Feierabend. Hat sich verlaufen irgendwo da oben, ne? Hat sich verlaufen, ja. Das war dann auch noch, also auch aus alpinen Gesichtspunkten dann gefährlich wohl so. Und deswegen, das erinnerte mich dran so. Ja, ich habe jetzt auch 2 mit. Wahoo aber das und ist ja mal interessant, dass es den richtigen also ich habe tatsächlich immer nur noch einen und ich war auch mit Kirsten nur mit meinen einen unterwegs, weil ich jetzt nicht nochmal so viel Geld ausgeben wollte. Aber ich habe zumindest die Backups auf dem Handy. Das habe ich auch, ja. Genau, das ist natürlich nicht ideal, wenn man dann das Handy rausholen muss, aber... Ja, besser als nichts. Genau, man könnte finishen. Also, ja.
Ja, aber das ist ja schön zu hören, dass den ganz großen Experten und den ganz großen es auch passiert. Ich habe jetzt gestern gelesen, gerade ist ja das Rennen in Rwanda. Ja. Da hatte ich ganz am Anfang sogar mal kurz überlegt, ob ich da mitfahre, quasi so ein bisschen ein kleines Vorbereitungsrennen vor Marokko. Liegt beides in Afrika, kann man mal schnell miteinander arbeiten. Aber da habe ich gestern gesehen, Josh Ubed, der ich glaube 2015 Transcendental gewonnen hatte, ist nachts ausgestiegen, weil er keine Bremsbeläge, er hatte keine Ersatzbremsbeläge mit. Es kam irgendwie ein Sturm runter, er ist weitergefahren, Katastrophe, hat alles verbraucht irgendwie und meinte, er kann, denn sein Fahrrad ist nicht mehr fahrbar, er muss aufgeben, so scheiße wie es ist. Alles verbraucht, und was er hatte. Dachte ich, okay, ich meine, ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, in Marokko meine Bremsbeläge, wenn ich dachte, naja, wenn ich jetzt ganz neue drauf mache, ich komme schon bis zum Ende hin, kannst du ein bisschen Gewicht sparen. Na, ich bin gerade am Überlegen, ich habe neue mir drauf gemacht, habe nochmal einen Satz mit. Genau, ja. Aber ich nehme nicht noch einen Satz mehr, weil bei dem Bombtrack, mit dem bin ich jetzt gefahren und wollte bremsen und auf einmal ging gar nichts mehr. Die waren komplett weg. Und ich musste dann die Füße runternehmen, weil es gibt ja nur einen Berg in Hamburg, nämlich runter zur Elbe. Ja. Und das war, da dachte ich mir, okay, kann dir auch passieren. Mit Füße runternehmen kommst du in Marokko dann auf jeden Fall nicht mehr weit, aber ich glaube trotzdem, dass ein Doch, Ersatzfahrt da kommst du ganz schnell runter. Oder runter, ja. Oder man. Ja. Aber ein Ersatzpaar reicht da, glaube ich. Ja, komm. Ja, denke ich auch. Ja. Wir müssen auch im Anschluss Heldengeschichten erzählen, wie, weiß ich, mit einem Kaffeefilter haben wir uns ein Zelt gebaut und so eine Sache. Ja. Okay, da bist du Italy Divide, aber dann hast du dich ja nicht entmutigen lassen. Ne? Also du hast ja das Ziel quasi Silk Road Mountain Race vor Augen, hast du ja gehabt, dann hast du... Ja. Dann warst hatte du... Hatte ich ja eh alles gebucht. Also okay, entmutigen hin oder her... Das kostet ja auch. Flüge waren gebucht, das ganze Geld war bezahlt schon. Ja. Die Teilnahmegebühr ist ja jetzt auch nicht so billig. Ja. Von daher gab es da eh jetzt kein großes Ding. Ja. Und dann Trans-Germany? Dann bin ich zwischendurch. Trans-Germany bist du dann, hast du gesagt, jetzt habe ich nochmal Zeit. Und davor bin ich sogar noch zwei Privés gefahren in Berlin. Mhm. Da habe ich einfach den netten Leuten hier, den Randonneuren, eine Mail geschrieben, mal, ey, ich habe die Rennen vor, ist es okay, wenn ich noch kurzfristig mitfahre? Und das waren 400er und 600er. Mhm. Und das war hart. Mit dem Bombtrack oder mit dem Cube? Mit dem Bombtrack, mit den dicken Reifen. Den 400er habe ich damals sogar noch mit dem Cube gemacht. Mhm. Und beim 600er hatte ich damals noch, hatte ich dann schon das Bombtrack. Mhm. Da hatte ich diese WTB Horizon. Ja, okay, dann rollt es ein bisschen. Also ein bisschen breiter, aber rollt absolut solide. Mhm. Also kein Problem. Also, war schon ein Problem, aber es war auf jeden Fall gut. Es waren harte Fahrten, aber das war gut, dass ich die zumindest überstanden habe. Das hat mir wieder ein bisschen Auftrieb gegeben. Mhm. Und genau, Bikepacking Trans-Germany habe ich dann, das war relativ kurz vor meinem Abflug. Ich war vor Kirgisistan nochmal 3 Wochen in Kasachstan, um ein bisschen da rumzufahren, einfach ein bisschen zu touren. Und da wusste ich von Anfang an, ja, der Flug, der konnte knapp werden, dass ich den überhaupt schaffe, je nachdem, wie schnell ich durchkomme. Und hatte immer im Hinterkopf, falls ich es nicht schaffen sollte, kann ich auf Höhe Berlin aussteigen, bin quasi zu Hause, pack mein Rad, schaue nochmal, ob ich irgendwas erneuern muss und setze mich im Flieger und fliege nach Kasachstan. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, ich hatte Knieschmerzen auf einmal, was ich sonst nie hatte. Ich hatte nie Schmerzen beim Fahrradfahren. Also klar, Rücken, Nacken, wenn man anfängt, ein paar längere Fahrten zu machen, aber nicht so, dass es wirklich richtig durchschmerzhaft war. Mhm. Und beim Trans-Germany habe ich auf einmal Knieprobleme bekommen. Und da habe ich gedacht, ui, jetzt fliege ich bald nach Kirgisistan. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste für das Jahr 2019. Da will ich kein Risiko eingehen. Und bin dann tatsächlich auf der Höhe von Berlin ausgestiegen. Ich war, ich glaube, 25. bin ich damals gewesen. Ich hatte immer probiert, unter die Top 20 zu kommen. Musste mir aber auch eingestehen, Der Abstand zum Top 20 hat sich eher vergrößert als verringert. Also das sind da wollte aber ich nochmal angreifen. Das sind aber auch Leute, die da fahren, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Na, Trans-Germany war jetzt, glaube ich, in 5 Tagen und ein paar Stunden. Hat ja Lieven gewonnen und Lieven war auch Top 6. oder 7. in Kirgisistan ein paar Wochen später. Also das sind natürlich auch gute Leute, die da mitfahren. Ne? Und ja, dann bin ich da ausgestiegen. Mehr als Vorsichtsmaßnahme. Da habe ich schon gemerkt, im Kopf war ich viel klarer. Ich war jetzt nicht mehr so den Drehen nah, wie das noch beim Italy Divide war. Ich war insgesamt ich bin ruhiger gefahren. Ich bin jetzt nicht mehr so durchgedroschen. Ich bin insgesamt einfach ruhiger und stetiger gefahren.
und habe gemerkt, dass so ein bisschen mehr Erfahrung einfach hilft. Mhm. Und ja, und dann bin ich da ausgestiegen, was im Nachhinein die beste Entscheidung war. Weil dann hatte ich noch mal ein bisschen Zeit, konnte in Kasachstan, habe ich ruhig angefangen, da ist auch viel flach. Und ich glaube einfach, die Höhenmeter, die ich da in Deutschland gemacht habe, also es geht da unten in Basel los, war ein super Training für Kirgisistan, weil als Berliner, du kennst es ja auch als Hamburger, Höhenmeter gibt es ja einfach nicht. Nee. Und das ist, hätte ich damals, ich habe da gar nicht dran gedacht damals. Und warum das in Italien geklappt hat, weiß ich nicht. Da habe ich keine Schmerzen gehabt, das weiß ich nicht. Aber ich bin dann einfach nie in Bergen gewesen. Und ja, das war dann im Nachhinein, war das eine super Vorbereitung für Kürzler. Das ist ein guter Tipp, ja, für alle, die ja den Silk Road vielleicht mal fahren wollen und noch irgendwie im Norden wohnen, wie wir. Ne? Also wenn du nicht Bock hast, irgendwie, wie ist das bei euch, dieser Funkberg da oben, wo diese Abhöranlage steht, da kann man ja irgendwie 3000 Mal hochfahren. Okay, okay. Oder wie ich, 700 Mal von der Elbe wieder hoch. Ja, so bis hoch. So, und dann, endlich 30 Höhenmeter, super. Ja. Das ist so frustrierend. Aber es ist halt einfach ein ganz anderer Tritt, den man da auf einmal hat. Ne? Man fährt nicht mehr schnell, also diese 600 Kilometer Privé zum Beispiel, da legt man sich vorne einen Triathlon-Aufsatz rein und hält die Geschwindigkeit, tritt einfach durch. Am besten hat man noch vor allem jemanden richtig gut, wo man sich im Windschatten reinhängen kann. Und dann kriegt man das auch irgendwie nach Hause. Aber dann nochmal auf Gelände fahren, das war ganz, da bin ich sogar noch mit Klicks gefahren. Mhm. War auch eine absolute Katastrophe, ich kann nicht mit Klicks fahren. Mhm. Das war die beste Entscheidung, also das war, weil ich das davor noch gemerkt habe, wenn ich mit Klicks nach Kirgisistan gereist wäre, ich hätte mir ein Bein gebrochen. Mhm. Also, ich habe mir dann einfach die größten Pedalen, die größten Mountainbike-Pedalen geholt, die es gibt, habe mir noch ganz normale Schuhe quasi gekauft und bin mit flachen Pedalen gefahren. Jetzt auch wieder. Ja. Habe auch schon gesehen, es gab bei Facebook schon eine Umfrage in Marokko. Ja. Die meisten fahren auch mit Klicks. Für mich kommt das gar nicht in Frage. Ja, ich fahre mit. Also noch nicht. Ja, ich fahre mit. Also ich war die ganzen Jahre, bis letztes Jahr war ich Plattform-Pedal-Verfechter, ja, also absolut, aber auch immer breiten Teile, einfach um die Varianz auch im Fuß zu haben und dann auch die Kontrolle im Gelände und so. Und dann, als ich dann in dieses ein bisschen sportiver rein bin, da bin ich auf Klick gekommen, weil du hast schon eine bessere Kraftübertragung. Ja. Habe jetzt aber für Marokko eine Mixed-Pedale. Also eine Seite Plattform, eine Seite Klick. Und ich habe das auch hingekriegt, jetzt, ich habe jetzt ein Jahr geübt, ne, dass ich nicht mehr ich war natürlich erste Fahrt mit Klick-Pedalen, mich haut volles Rohr weg. Ja, so. Ja, ja, Das war aber auch, weil ich bin an eine Ampel rangefahren und normalerweise fahre ich einfach rum, so biege ab bei Rot. Und dann kam aber so ein Polizeier, dann dachte ich mir so, ja, vielleicht wissen die das jetzt noch nicht so genau mit diesem Abbiegen und so. Bleibst mal stehen und dann, ach scheiße, Klick, weißt du. Und so, du merkst es ja, wenn du dann einfach nur umfällst. Ne? So, So, und mittlerweile habe ich das eigentlich raus, dass es auch mit Klick geht, aber ich verstehe dich völlig. So, ich meine, ich glaube, Bank fährt auch mit Plattformpedale. Also normal. Wir werden sehen. Ne? Ich werde dir in Agadir am Ziel berichten, ob ich noch beide Beine habe. Wie es war. Ja. Nein, ich habe auch die Halbklick, halb flach. Und die flache Seite ist dann aber schon relativ klein, finde ich. Also man rutscht. Ja. Man rutscht oder vielleicht ist es bei denen, die ich habe. Ja. Aber man rutscht da relativ schnell raus. Und jetzt habe ich so eine Mountainbike-Dinger, die haben richtige Noppen drauf, da kann ich drauf rumspringen und so, da passiert nichts. Ja. Und ja, ich glaube, dadurch, dass ich nie Radfahrer war, die Technik, ich glaube, ich habe auch einfach so diese Ziehtechnik hinten, habe ich eh nicht. Also es kann ganz gut, also müsste man mal untersuchen, aber es kann sein, dass die Kraftübertragung zwischen Flach und Klick bei mir überhaupt nicht unterschiedlich ist. Aber ja, ich meine, dass mit den Rennen, die ich noch vorhabe in 2020, werde ich direkt nach Marokko auf Klicks umsteigen müssen. Ja, das musste. Das üben müssen. Das ist das neue Ding dann. Warte mal, jetzt wird es ja wieder spannend. Also, wir brauchen mal eine Reihenfolge. Also, jetzt erzähl erstmal über Silk Road Mountain Race. So, und zuerst muss ich noch mal kurz sagen, was du jetzt eigentlich für einen Bombtrack gerade hast. Ich glaube, das Hook XT, ne? Hook X? In Carbon. Also, in Carbon, XT. C. Oder eben das C für Carbon, ja. Ah, okay. Super Rad, hat mich noch nie im Stich gelassen. Ja, das glaube ich, Ich kann kein einziges schlechtes. Also das Einzige, was immer schwierig war,
dann können wir auch direkt über Silk Road Mountain Race einsteigen. Ja. Beim Trans Germany hatten die mir damals alle noch so gesagt, die mit mir mitgefahrenen, Raphael, hol dir ein kleineres Kettenblatt. Ja. Das war aber auch das Einzige, was ich, als ich dein Rad gesehen habe, beim Singleman, war das Einzige, was ich dachte, okay, 40er Blatt, okay. Entweder der Junge hat Kraft im Bein, in den Beinen oder einfach keine Ahnung. Oder der Junge muss mal raus, der muss an die frische Luft. Ja. Es war, keine Ahnung, der Junge muss an die frische Luft, Variante. Ich war völlig neu, dieses ganze Ultradistance und ich bin... Also Basti von Gentle John, ich habe jede Frage, ich hab Basti voll geblabbert mit Fragen. Ich habe mich viel versucht selbst einzulesen, aber es war einfach diese Masse, die da erstmal auf einen zukommt. Wie mache ich das? Und dann gerade Kirgistan, wo es da noch so viel Extremitäten gibt, was auch noch Höhe, Wetter, Terrain und so angeht. Mhm. Essen, trinken, was es da einfach nicht gibt oder nicht viel. Und dann habe ich bei dieser einen Sache am Ende gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich habe jetzt genug Geld, ehrlich gesagt, auch ausgegeben. Das ist Wahnsinn. Und irgendwo ist das mal gut. Ja. Und ich hau mir jetzt nicht noch das an, weil ich bin jetzt so weit ganz gut gefahren mit dem Fahrrad, wie es ist. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, noch kurz vor nackig noch irgendwie weiter zu ändern. Ey, verstehe ich. Und das ist unglaublich, was da für Geld. Ja. Das geht ja. Also ich habe den Eindruck, ich gebe nur noch Geld aus. Also, Ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, mit jetzt im Nachhinein jetzt nochmal mit Gramm runtergeschrieben und aber auch, was ich für die ganzen einzelnen Teile bezahlt habe. Also dieses Bikepacking Ultradistance ist ein sehr privilegierter Sport, muss man schon sagen. Ich glaube, also die Grammangaben insgesamt kommen dann auch ungefähr den Euro-Angaben. Das hat ein Kumpel, der wollte jetzt das Hansa-Gravel mitfahren, und den habe ich mal, der hat gesagt, ey, kannst du mir mal irgendwie eine Packliste schicken, da ich so grob weiß, was man braucht. Da habe ich ihm die nur mit den Gramm geschickt, ohne Preis. Und da hat er mir sofort geschrieben, ach du Scheiße. Also Gramm ist schon noch ein bisschen mehr. Ich dachte, fuck, ich dachte, das wären die Preise, die Euro angaben. Also, okay. Nee, es ist schon, weil das wäre dann zu krass. Aber es ist sehr teuer und ich glaube, es ist für viele dann auch leider ein Sport, der nicht machbar ist, was halt mit diesen, schade ist. Ja, und mit diesem, es kommt, also ne, da, wo wir jetzt so ein bisschen gucken, das ist natürlich jetzt auch ein Bereich, da musst du dich ja absolut, drauf halten. Nee, das stimmt. Ja. Genau. So, wenn du sagst, ich mache Bikepacking und finde das cool, dann kannst du auch einen Fahrradständer, ne? Dann sind wir doch. Ja. So. Das mit dem Kettenblatt, ich habe das gar nicht jetzt so sehr gesehen, so nach dem Motto, keine Ahnung, sondern das, was mir begegnet ist jetzt, wenn man sich so damit beschäftigt, viele können das gar nicht nachvollziehen, dass wir tatsächlich über 30er oder 32er Kettenblätter oder lieber noch kleiner nachdenken, weil du machst ja nicht die Vorstellung davon, selbst ich mache sie mir ja, ich will sie mir jetzt nicht machen, ich will sie erst nächste Woche mir machen müssen, was du da wegarbeiten musst, das, glaube ich, kommt für viele nicht, ist nicht klar. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich ein 40er Kettenblatt habe. Ich wusste nicht, was 40 Zähne heißt. Ich habe auch nie mir andere Fahrräder angeguckt und habe gesehen, der hat aber eine kleine Kassette drauf oder der hat ein großes Kettenblatt. Das kann so während das zeigt, wo mein Wissensstand zu dem Zeitpunkt war. Das war quasi einen Monat vor Silk Road. Da haben mich dann Leute erstmal so ein bisschen sensibilisiert dafür und sagen, du fährst da schon ein ganz schön hartes Ding dran, ne? Also hast du mal überlegt, vielleicht 93, denn dann dachte ich, okay, wenn man den Zahnkranz, also vorne kleiner macht, wird es insgesamt leichter für die Feinde. Das muss ich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Also ich habe es nicht gemacht und bin dann quasi mit 40 vorne, 11, 42 hinten gefahren und habe das dann direkt am ersten Pass, Kegeti-Pass, wo es direkt quasi vom Bischkek raus und auf 3800 Meter hochgeht, zu spüren bekommen. Ich habe immer gesagt, ich sehe den Sinn nicht, mir ein mega kleines Kettenblatt draufzuhauen, wenn ich auch einfach schieben kann. Mhm. Weil ob ich mir jetzt mit die Beine abdrehte auf dem Fahrrad und bewege mich mit 7 km/h nach vorne oder ob ich einfach schiebe und schiebe mit 5 km/h, hat für mich nie den Unterschied gemacht. Mit dem großen Aber, was dann nämlich kam, war, ich habe mir meine Achillessehne komplett kaputt gemacht. Mhm. Direkt am ersten Tag, quasi hoch im Kegeti-Pass, habe ich einfach früh an. Ich glaube, ich habe mich da mal einfach umgeschaut, als ich angefangen habe zu schieben und dachte so, wie peinlich, ich bin jetzt der Erste, der absteigt.
Aber gut, was soll's. Ja, die Abgestiegung bin ich schon. Und ehrlich gesagt, nachdem ich das gemacht habe, habe auch ein paar gleich hinterher gedacht, komm, wenn der schiebt, dann kann ich auch schieben. Ich glaube, gerade am ersten Tag, ne, ist es, also ich glaube, da, wenn du da nicht, halt nicht anstecken lassen. Genau, kommst du nicht mehr raus, ey. Hm. Und ja, am vierten Tag war es dann, also ich hatte da noch gar keine großen Schmerzen, aber ich habe so am zweiten, dritten Tag dann schon gemerkt, okay, mit der Achillessehne, ich merke, dass es hinten schon irgendwie zieht, war aber alles noch okay. Am dritten Tag bin ich geflogen. Der dritte Tag war Weltklasse, war ich richtig gut. Am vierten bin ich dann morgens gestartet, weiß gar nicht, wie der Pass hieß, auf jeden Fall war es ein relativ längerer, bin hochgeschoben, war dann oben über den Pass drüber, bin ein bisschen runtergefahren, dann kam da so eine schöne große Wiese, da saß Bank dann, und hat gerade Pause gemacht und habe ich mich daneben gesetzt. Wir haben 10, 15 Minuten da gesessen, ein bisschen gequatscht, dann bin ich aufgestanden und konnte nicht mehr gehen. Also es war komplett meine Achillessehne, die sah aus wie so eine blaue Wurst, die an meinem Fuß hing. Also es war angeschwollen, da ging gar nichts mehr. Dann bin ich quasi noch 500 Meter ins Tal so ein bisschen runtergefahren. Und ich musste mittags um 12 musste ich mein Zelt aufschlagen. Ja, vielleicht muss man jetzt noch mal kurz sagen, das ist jetzt nicht vergleichbar, diese Ecke mit ich bin hier irgendwo in den Alpen und habe jetzt was mit dem Fuß, dann gehe ich runter und die Heidi hilft mir, sondern da ist nichts. Es gab aber Essen, ich hatte Essen mehr als genug mit, ich hatte über 30.000 Kilokalorien mit. Mhm. Also Essen muss ich mir keine Sorgen machen. Und Wasser, da gab es wie die Flüsse sich da halt beben und in den Bergen, ne? Wasser fließt von oben runter. Mhm. Da gab es einfach so eine ganz kleine Wasserstelle. Das Wasser war total dreckig und braun. Mhm. Aber ich hatte einen Filter dabei. Also da wusste ich, okay, ich kann ja einfach ganz normal liegen und das passt schon. Das war aber wieder die Situation. Gefühlt ist das ganze Feld an mir vorbeigefahren. Und ich saß da, ich hatte super Glück mit dem Wetter, es war warm. Nelson, der Renndirektor, kam da noch vorbei und ich meinte zu Nelson, ich werde jetzt nicht offiziell sagen, dass ich aufgebe, aber ehrlich gesagt, guck dir mal das Ding da unten an und mit der Achillessehne wird es halt nie besser. Ne? Nelson ist ja auch jetzt ein erfahrener Fahrer, der meint auch, ja, Raphael, scheiße, versuch's irgendwie zu tapen, wie es geht. Nimm ein paar Schmerztabletten, aber zu viel Schmerztabletten, dann wird es später richtig, richtig übel und dann kann man ein Jahr pausieren. Und dann meinte Nelson auch, ich drück dir die Daumen, aber du hast noch keine Ahnung, du hast ja 1200 Kilometer vor dir, das Härteste kommt erst noch. Ja. Und dann habe ich quasi an dem Tag Pause gemacht, habe immer mit den paar Leuten, die vorbeigekommen sind, habe ich ein bisschen gequatscht, das war ganz cool. Habe dann geschlafen und am nächsten Morgen habe ich mir so eine Deadline gesetzt, ich stehe einfach früh auf, gehe raus, versuche ein paar Meter zu laufen und schaue einfach mal, wie es ist. Mhm. Und es ging gar nichts. Also ich konnte nicht laufen, das war dann morgens um 6 ungefähr. Das war dann so für mich die Zeit, ich hatte damals eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit Familie und Freunde, dass ich die immer so halbwegs, ich wollte nicht jedem Einzelnen wahrscheinlich, Leute, ich mache eine Gruppe, ich haue immer wieder, wenn es geht, wenn ich empfange, auf mein Bild rein, ansonsten schicke ich meine Sprachnachricht raus. Ja, dann habe ich denen damals schon gesagt, ey, so unangenehm, wie mir das ist jetzt das dritte Rennen, was ich mache. Mhm. Ich habe dreimal jetzt aufgegeben, vielleicht ist es einfach nichts für mich. Vielleicht sollte ich, Tour macht ja auch Spaß, ne? Also immer noch, Touren bis heute. Mhm. Touren ist ja auch geil. Vielleicht muss es dann halt nicht das harte Rennen sein. Und dann habe ich denen das geschickt, habe mich ins Bett gelegt. 3 Stunden später stand Stefano von Boom Bagan, der den Podcast macht, stand davor. Und dann haben wir kurz gequatscht. Und dann haben die quasi so weitergefahren. Ich musste noch 20 Kilometer dem Vater weiterfahren und dann konnte ich links abbiegen. Da ging es dann quasi links nach Marin, das wäre so die nächste Stadt gewesen. Und rechts ging es so zum Chinese Highway, wo man dann komplett an der chinesischen Grenze lang gefahren wäre, wo dann wirklich gar nichts mehr kommt. Und dann habe ich mein Zeug zusammengepackt, quasi entschlossen, jetzt nach Marin einfach zu fahren. Und dann, das war's. Und habe mich aufs Fahrrad gesetzt und konnte fahren. Ich habe den Sattel leicht runtergestellt, 2 Zentimeter runtergestellt, habe meinen Fuß ein bisschen weiter auf die Pedale gestellt, nach vorne. Ja. Und auf einmal, ich konnte nicht schnell fahren, aber auf einmal ging es, dass ich mich weiter fortbewegen konnte. Dann bin ich quasi noch gefahren, dann kam eine richtig geile Abfahrt,
Und am Ende der Abfahrt, da habe ich auch ein geiles Bild damals gemacht, ist man einfach auf eine asphaltierte Straße gekommen und da hieß es quasi links nach Laren und rechts war dann dieses 200 Kilometer Stretch, wo halt gar nichts mehr kam. Mhm. Und da wusste ich, okay, und da wäre dann irgendwann Checkpoint 2 gewonnen. Da wusste ich, ja, wenn ich jetzt nach rechts abbiege, muss ich mir auch sicher sein, weil danach kam halt wirklich gar nichts mehr. Und ich habe mich so gut gefühlt und auf einmal, ich bin natürlich dann rechts abgebogen. Ja. Und ja, das, also ich habe durchgehalten. Ich habe dann jedes Mal. Das ist doch schön philosophisch. Da hast du die richtige Abzweige getroffen. Ja, so, wenn du mal ein Buch schreibst, dann kannst du das, dann eröffnest du damit einfach. Ja. Ja. Das Bild habe ich auch, also dieses Bild, das habe ich mir noch oft angeguckt, wie ich damals einfach saß. Ich habe dann an dieser Kreuzung, habe ich nochmal 10 Minuten Pause gemacht, bin nochmal in mich gegangen und dachte halt, ja, ich meine, was ist, wenn ich jetzt links abbiege und morgen geht mein Fuß auf einmal wieder. Ich würde mich hassen dafür, dass ich nicht rechts abgebogen bin. Ja. Und dann, ja, es war völlig okay. Ich habe dann das ganze Rennen über immer einen leichten Zug drin gehabt und ich wusste halt, das war auch am Ende vielleicht sogar so der Schlüssel zum Erfolg. Ich darf nicht übertreiben. Also ich konnte meinen Körper so, deshalb, ich habe auch meinem Freund gesagt, so diese ganz harte mentale Beanspruchung und so, die hatte ich in Kirgisistan gar nicht, weil ich immer ein bisschen auf die Achillessehne Acht geben musste. Also sobald es bergauf ging, musste ich quasi meinen Fuß immer schräg stellen und es ging ja fast nur bergauf. Auch die Länge der Fahrten, ich bin dann tatsächlich keine 15 Stunden am Tag gefahren, sondern eher so 11 bis 12 und bin relativ früh ins Bett gegangen, bin früh wieder aufgestiegen, ich musste nachts nicht groß fahren. Das ist jetzt keine Renntaktik, um nach vorne mitzufahren, aber für mich, wo es nur darum ging zu finishen, war das am Ende vielleicht sogar ein kleiner Segen. Der Jakob, der ja gewonnen hat, der hat das ja ähnlich gehalten, ne? Da hat er auch irgendwie nachts geschlafen. Aber schneller gefahren als ich. Ja, klar, aber das fand ich so sensationell. Ja. Weißt du, so alle dahinter hatten irgendwie 26 Minuten Schlaf auf 1800 Kilometer, weißt du, und er so. Und der hat immer ausgeschlafen. Ja, noch ein Ei gekocht und dann los. Das freut mich extrem, dass er jetzt mal bewiesen hat, dass es auch ein bisschen über Schnelligkeit geht, weil es heißt ja immer so, und ich glaube, es ist auch so. Ja. Also viel Pause hat Jakob auch nicht gemacht. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant. Sonst heißt es immer, es gewinnt der am wenigsten Pause macht. Und wie man ja bei Lyle sieht, fährt sie auch ganz, ganz gut damit. Ja. Aber es ist schön zu sehen, dass auch die reine Schnelligkeit dann doch ein bisschen was ausmacht. Ne? Ja, und bei ihm hat mir halt auch gefallen, dass er nochmal den Gegenbeweis angetreten ist, dass es immer High-End sein muss. Ne? Sein Fahrrad hat er irgendwie von seinem Vater da irgendwie und dann sich da noch was geborgt und dort noch was geholt und auch Training. Ja. Ne? Ich habe mich sehr viel mit Training beschäftigt, so auch als Ersatzhandlung. Ja? So nach dem Motto, wenn ich mich viel damit beschäftige, dann ist ja alles gut. Dann muss es nicht mehr machen. Ja, da hatte ich seinen Trainingsplan so ein bisschen gelesen, was er da erzählt hat, aber er ist ja im Prinzip Läufer. Ne? Und dann hat er gesagt, ja gut, ich bin halt ein bisschen gelaufen und dann, und dann geht's los. Aber genau, aber er ist ein sehr ambitionierter... Ja, der mal also ultra... Wir dachten so immer während des Rennens, immer wenn wir mal Nelson gefragt haben, gesagt, und Nelson, wie läuft's da vorne so? Und wir haben gesagt, dieser Jakob, wer ist dieser Jakob? Ja. Und dann Nelson meinte am Ende aber auch, ja, also es ist verrückt, dass jetzt jemand, ich meine, das ist halt nicht das erste Mal gewesen, dass jemand so ein Rennen das erste Mal gemacht hat. Fiona dieses Jahr ist ja genau das Gleiche. Ja, genau, Und Nelson meinte aber auch, wenn man sich hört, wie Jakob sich darauf vorbereitet hat, es ist auf jeden Fall eine Überraschung, ja, aber er ist auch kein Hobbysportler. Nee, das ist kein Rookie. Ja. Der weiß schon, was er macht. Ja. Der kommt aus dem Sport, der kann sich quälen. Ja, das ist schon. Aber ich habe mir da so ein paar, weil er erzählte, so, er ist ja, glaube ich, bei Red Hat oder sowas Programmierer oder irgendwo steckt er in dem IT-Ding drin. Ja, in IT. Irgendwo, und er hatte mich auf dieses Intervalltraining gebracht, ehrlicherweise. Ich habe am Anfang gedacht, was machst du jetzt eigentlich? Wie sollst du, was musst du machen? Ja, Mist, du wohnst in Hamburg, hier ist nichts. Ne? So, und dann sagt er, er hat viele Konferenzen und um das zu kompensieren, macht er halt Intervalltraining. Ist wunderbar, ist mega. Es war mein großes To-Do nach Kirgisistan. So, jetzt fange ich an, trainingsspezifisch zu trainieren, bin zu Diagnose Berlin heißen, ich habe so Bike-Fitting gemacht, habe eine Leistungsdiagnostik gemacht.
So, die letzten Monate Training, muss ich jetzt sagen, es hat was gebracht, aber es hat mehr gebracht, dass ich merke, okay, ich brauche jetzt viel weniger Pausen. Also ohne, dass ich mich jetzt selbst die ganze Zeit unter Druck setze, selbst wenn es nur mal eine Pinkelpause ist, nur kurz am Kiosk kann irgendwas zu essen, wenn ich am Ende die Daten vergleiche, wie ich vor einem Jahr gefahren bin oder jetzt, merke ich einfach, ich kann viel länger fahren jetzt. Und ja, ohne, regenerierst schneller, Stress, ne? Es passiert einfach, genau. Aber ob ich schneller geworden bin, ich glaube eher nicht. Aber ja. Ja, na klar, also wenn man. Ja. Du hattest ja mal erzählt, dass du. Ja, nee, du hattest ja mal erzählt, dass du überlegt hast, irgendwo, nee, ich habe das gelesen mal, glaube ich, dass du mal so überlegt hast, okay, du warst ja auch letztes Jahr dann gleich in Marokko. Das hatte ich nur mitgekriegt, weil ich war in München wieder in einem meiner Lieblingshotelräume so und habe diese Ausschreibung Atlas Mountain Race gesehen, war sofort angefixt und dann war, glaube ich, wenig später warst du schon in Marokko. Hier, ich fahre schon mal so ein paar Dinge, wo ich dachte, das kann es doch wohl nicht geben. Ey, ich sitze hier in diesem und der fährt das Zeug schon mal. Und warte mal, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach so, und dann hast du geschrieben, pass auf, du willst das jetzt ernsthaft. Also der Silk Road Mountain Race hat dir gezeigt, dass du jetzt, was ich die körperlichen und mentalen Voraussetzungen auf jeden Fall hast und vor allen Dingen auch die Erfahrung, was jetzt Material und dich angeht. Und du willst jetzt halt den sportlichen Gedanken mehr quasi Raum geben und sagen, jetzt ich greife an, die Top 10 oder irgendwas hat es, glaube ich, so. Ja. Und so ey, cool. Und deswegen habe ich dich zum Beispiel bei Strava dann auch mir abonniert und habe gesagt, das guckst du dir mal an, einfach aus, was machst du? Dass du natürlich mich provozierst, indem du nach Südamerika fliegst und Mittelamerika und in Belize irgendwas zu Weihnachten machst und ich bei 3 Grad Sprühregen mir irgendwie 80 Mal dieses Zeug da antue durch den Wald. Ja. Okay, geschenkt. Am Ende bist du abgehärteter. Am Ende bist du jetzt abgehärtet. Ja, gut, das kannst du mir ja zurufen, wenn du mich überholst. Aber die Kilometer konnte ich wahrscheinlich leichter. Ich habe auch dieses Rafa 500 und so, das war witzig, wie die Leute in Berlin sich abgewackert haben und ich konnte halt relativ easy die zu Ende da fahren. Ja, die mussten sich noch motivieren, da rauszugehen. Ne? Also ich meine, es gibt ja Leute, die sagen dann, ich fahre gleich 500 Kilometer weg und fahre dann zurück, also so, dass ich gar nicht erst so kann und so, aber das fand ich, und dann hast du ja auch die 8000 Höhenmeter, ne? Du wolltest da irgendwie Everesten im das Everesting, ja. Wo das war mal geplant? Wo? Ja, quasi 8848 Meter sich eine Strecke. Also man sucht sich eine Strecke aus und fährt die so oft hoch und runter, bis man die 8848 Meter erreicht hat. Ja. Hat leider auch nicht geklappt. Ja, ich hatte nur gesehen, dass du dann irgendwie zwischendurch Probleme hattest irgendwie. Du warst ja schon weit. Ich hatte eine schleifende Bremse dann am Ende, die konnte ich nicht so reparieren. Aber den Berg, den ich mir, also das ist das habe ich nicht aus den Augen verloren. Das ist auf jeden Fall was ich in 2020 versuche, noch ein paar Mal zu machen. Eine sehr coole Challenge. Ich brauche sowas. Also mir fällt es schwer. Manche lachen drüber. Manche sagen immer, ach, hier auch Rafa 500, fahr doch einfach raus und mach Sport und genieß es. Ja. Mich motiviert sowas, dieses Everesting, mich motiviert, keine Ahnung, man sieht mal andere machen das, dann will man es auch machen. Irgendwie sich zum Ziel setzen, das motiviert mich einfach, das ist ein richtig hartes Ding. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier in Berlin das alles gut plane, das Problem ist, in Mexiko, Guatemala, Belize, nachts fahren ist schon nicht ganz so cool. Man muss schauen, wo kommt man da hin? Wie bringe ich da Essen hin? Ich musste 10.000, ich habe das sogar zum Teil verfilmt und wollte am Ende so einen kleinen Film draus schneiden. Da ich es jetzt nicht geschafft habe, habe ich die Aufnahmen erstmal weggelegt, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das eines Tages noch machen werde. Das ist eine extreme Planung, also das hätte ich nie gedacht. Einfach mal losfahren und 8.000, fast 9.000 Meter in die Höhe fahren, macht man nicht. Und man darf ja auch nicht von der Strecke runter. Also ich muss dann immer schauen, okay, kann ich irgendwo mal schauen, wo ich mein Essen... Ich habe das, als ich mal einen Berg gefahren bin, hoch und runter, kam ich unten wieder und die Hunde haben alles weggegessen. Es ist da nicht. Dann habe ich es am Baum gehangen, dann sind die... Keine Ahnung, da war es ja nicht mehr am Baum. Also ob das jetzt Menschen da weggenommen haben oder ob die Hunde angefangen haben zu klettern, ob ein Bär kam, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Na gut, Bär vielleicht nicht, die könnten auch nicht klettern, nee, nicht Mexiko, aber egal. aber dieses, das
ambitionierte habe ich nach dem Silk Road, naja, man wird sehen, ob ich da nicht den Mund wieder ein bisschen zu voll genommen habe. Du, ich sehe das, ich sehe das unter dem Motivations-, Selbstmotivationspunkt, ganz ehrlich. Also das genau, ist so, das hilft mir auch, ja. Ich habe auch, ich glaube, es ist etwas Urdeutsches, jetzt machen wir mal die große Diskussion, es ist etwas Urdeutsches, dieses andere schon mal zu verurteilen, wenn sie, also wenn sie sich etwas vornehmen und vorher drüber sprechen. Ja. Also ich glaube, so wir als Deutsche, wir mögen es lieber, wenn jemand kommt und sagt, übrigens, ich möchte nicht stören, aber ich wollte nur sagen, ich bin zweimal geeverrestet. Es wäre schön, wenn ich ein Foto einstellen kann. Das ist dann so, ja, okay. Und dann hast du gleich fünf Kommentare mit, ich bin auch die Elbe-Radweg lang gefahren. Aber wenn du kommst und sagst, ey, ich mach, ne, so, du brauchst ja die Community, also das ganze Strava-Prinzip basiert ja darauf, dass Leute sich hinstellen und sagen, ey, ich fahre jetzt nackig den Everest hoch und ihr cheert gefährlich und Kudos und so. Ne? So finde ich völlig in Ordnung. Und jeder so, wie er es braucht, wer sich so motiviert und ja, das, ich glaube, das braucht's. So, und deswegen finde ich das gut. Auf jeden Fall, Ich habe noch mal eine Frage, weil du sagtest vorhin, dass so weil wir gerade bei Essen sind und den mexikanischen Braunbären gerade erfunden haben, du sagtest vorhin so nebenbei, du hast 30.000 Kalorien Essen dabei gehabt beim Silk Road. Ja. Was hast du da mitgehabt? Also das übliche Peanut Butter, Nutella, zwei Gläser oder? Genau, das zum Teil. Und dann habe ich, das hatte mir mein Bruder davor gesagt, der kommt auch, der hat Sport studiert, ist eher so in die Mucki-Richtung gegangen und die haben immer Energy Cakes gegessen. Also so selbstgebacken. Das kommt aus Österreich, ist quasi, kann man auch ganz normal bei Amazon oder so kaufen. Ja. Quasi ein Haferriegel. Im Prinzip ist es einfach ein billiger Energy-Riegel. Man kann sich auch Powerbar oder sonst was reinhauen. Aber diese Dinger schmecken super lecker, sind viel größer. Ein Riegel hat, glaube ich, 560 Kilokalorien. Und davon habe ich mir alles vollgehauen. Also ich hatte quasi vorne an der Gabel und Firepot. Die waren ja auch Sponsor vom Silk Road Mountain Race. Und dann haben wir davor so eine E-Mail bekommen und habe gesagt, hier, ihr kriegt, keine Ahnung, 10-15% Discount, wenn ihr bei dem bestellt. Und ich hatte eher noch keine Erfahrung mit so einem Expeditionsessen und habe das dann bestellt und es war super lecker. Also wirklich, das hat mich gerettet, weil ich dachte immer so, also ich kann das nicht einfach so durchfahren wie Lal oder Jay und die essen halt dann nur Snickers oder also mir hilft es schon, wenn ich irgendwie mal was Normales, Warmes habe. Und das war perfekt. Ich hatte ja auch einen Kocher dabei. Den Kocher habe ich am Ende gar nicht mehr wirklich genutzt, weil ich einfach in Kirgistan, was es auf jeden Fall gibt, ist Wasser überall. Und es gibt auch relativ oft, wenn man mal in einem Dorf vorbeikommt, dadurch, dass es dann auch so eine Teenation ist, die haben immer diese, wie heißt das in diesen Ländern, wo man immer einfach heißes Wasser rausnimmt für den Tee. Samovar, Und dann habe ich dann habe ich immer gefragt, kann ich ein bisschen heißes Wasser einfach haben? Und habe mir das quasi, egal wo ich war, immer vorbereitet schon mal. Habe den Sip aufgemacht, heißes Wasser rein, 15 Minuten musste es ziehen, habe das wieder zurück in die Tasche getan. Und immer wenn ich was zu essen haben wollte, habe ich einfach richtig gutes und leckeres Essen gehabt. Das war so eine Sache, Porridge. Porridge-mäßig. Das war Risotto, das war... Ach so, du meinst die Trekking-Nahrung, Genau, das war richtig leckeres Essen und damit kam ich relativ schnell auf die ganzen Kilokalorien. Ja, ich habe das auch jetzt... Im Nachhinein weiß ich nicht, als ich jetzt mir die ganzen Gewichtsverteilung anguckt habe, dachte ich, ach du Scheiße, wäre es nicht ein bisschen leichter gegangen, aber ich würde sagen, in Kirgistan war es genau das Richtige, gerade wenn man da das erste Mal ist und gerade weil ich auch einfach ein bisschen Sicherheit brauche, um vom Kopf fit zu sein. Für andere Rennen muss man immer mal wieder schauen, dieses Firepot werde ich jetzt nicht nach Marokko mitnehmen, aber ich werde die Energy Cakes mitnehmen und dann am Rahmen festtapen oder das habe ich mir so, mit dem Setting bin ich noch nicht so, mit dem Setup so 100% habe ich mich noch nicht für alles entschieden. Ja. Aber das Setup ist erst 100% im Ziel. Ja, egal wie. Das ist völlig, also ich bin da auch zwischendurch, ich habe auch schon irgendwie 6-mal wieder ausgepackt, weil ich hatte erst auch mal, weil mein Problem ist, ich esse, wenn ich jetzt so normal auf rein, ich esse nicht. Ich vergesse das, ich brauche das nicht. Aber wenn du jetzt natürlich Race machst. Auf Arbeit, oder? Ja, da esse ich sowieso selten. Nee, auf dem Fahrrad. So.
Also ich essen und trinken, das brauche ich nicht so unbedingt. Trinken, wenn es dann heiß wird und so, dann trinke ich viel, aber ich vergesse halt zu essen. So, ne? Ich war, als ich jetzt im Frühjahr letzten Jahres war ich in Kenia und Tansania unterwegs und dann gab es auch so eine Situation, dass ich auf einmal morgens war ich so kraftlos. Dann dachte ich so, was ist denn bloß los? Und dann fiel mir ein, dass ich halt anderthalb Tage lang nichts gegessen hatte. Ich habe halt nur getrunken. Du warst halt gefahren die ganze Zeit. Ja, gefahren. Ich bin da auch so, also ordentlich, ne? So, weiß ich, 250 Kilometer oder so da durch die Pampa, so durch Busch. Krass. Und, und deswegen, davor habe ich Respekt, weil ich habe nicht dieses Korrektiv. Mein Körper korrigiert mich nicht automatisch. So, und dann habe ich mir jetzt erstmal ganz viel Zeug gekauft. Dann natürlich, der Realitätscheck ist halt Bikepacking. Martins Essenpläne funktioniert nicht. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht fahre ich mit Anhänger. Und jetzt bin ich aber, ich bin jetzt auf so einer Snickers und M&M's, so nach Energiedichte sind die ja auch recht gut. Da ist nur das Problem, deshalb ich gerade nochmal überlege, ich habe die Temperaturen gecheckt, du ja vielleicht auch. Also wir haben schon unten so um die 29 Grad. Oben wird es dann nachts kalt, 2 Grad. Ja, aber es wird halt tagsüber trotzdem 20 Grad. Das Zeug fließt dir weg. Auf jeden Fall. So, deswegen bin ich gerade nochmal überlegen. Ich habe noch Proteinriegel sowas dabei. Ich werde nochmal so eine Powerbars vielleicht gucken, ein paar Snickers wieder rausnehmen. Aber ich habe diese Trekking-Nahrung auch. Die habe ich eigentlich immer gehasst. Und jetzt habe ich mir welche geholt. Furchtbar lecker. Super lecker. Und da habe ich drei mit. Ja, und wir haben auch einen Kocher. Ich fahre ja als Pair mit dem Tobias. Er kümmert sich um Kocher. So, ich hätte zum Beispiel auch keinen Kocher mitgenommen. Wenn ich alleine fahren würde, hätte ich keinen Kocher mitgenommen. Ja, weil ich würde ich auch nicht. Auch in Marokko gibt es viel heißes Wasser. Also überall, wo man sowieso stoppt, weil man, egal was für ein Kiosk das ist, aber wenn man stoppt, haben die auch heißes Wasser. Und dann, ich meine, klar, es ist nicht so, schmeckt dann nicht mehr so frisch und es ist dann vielleicht schon ein bisschen in der Tüte, aber meine Güte, muss jetzt auch kein 5-Sterne da essen sein. Nee, so viel Zeit. Ja. Nee, aber das ist, wir machen das jetzt mit Spiritus und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das ist echt wichtig und da werde ich, also essen, na, der Körper muss verbrennen, sonst kommen wir da nicht die Berge hoch. Ja, ich werde jetzt für Marokko nochmal was Neues. Ich habe jetzt wirklich, ich versuche so leicht wie möglich in Kirgistan, habe ich immer gesagt, Gewicht spielt keine Rolle, Hauptsache ankommen und Hauptsache wohlfühlen. Pass auf. Ich bin ja auch noch so neu und ich, jetzt hier, pass auf, ich habe gerade mal umgeschaltet, nicht wundern, ich habe meine Packliste und ich habe die auch, ich habe nicht die Preise dazu geschrieben, das traue ich, das darf meine Familie auch nie erfahren. Das darf niemand. Niemand. Nur wir beide wissen das. Ja? So, und Tobias, aber der schweigt. Ich habe auch alle Gramm und sowas und ich habe jetzt ein Gesamtgewicht meines Gepäcks inklusive Taschengewicht von 13,651 Kilo. Inklusive Essen ohne Wasser. Also Wasser kämen jetzt nochmal 3 Kilo dazu, 3 Liter ungefähr. Und Taschen sind dran. Taschen sind mit drin. Die sind ja auch, ne, das ist ja, das unterschätzt man oft. Wenn ich jetzt das reine Taschengewicht, da bist du mal schnell mit 500 Gramm und 300 Gramm hier und 400 da und so, das ist schon enorm. Ich habe schon so Ratios gemacht, da habe ich gesagt, okay, die Tasche fasst so und so viel Liter und so schwer und habe dabei geschaut, okay, wo sind denn die Differenzen? Ja, das habe ich für Kirgistan natürlich auch nicht, habe ich gesagt, aber ich habe jetzt tatsächlich, habe ich mir eben vor 2 Stunden von Gentle John nochmal von Apidura die kleine Lenkerrolle mitgenommen, obwohl ich die große von Ortlieb habe. Aber damals habe ich in Kirgistan hatte ich einen riesen Schlafsack dabei, weil ich den einfach brauchte für die Kälte, hatte ein Zelt dabei und alles. Und jetzt fahre ich mit dünnen Schlafsack, klein, dem Bibi, hatten wir auch schon mal ganz kurz geschrieben. Und das war's. Und er hat okay, ich will vorne nicht diese Riesenrolle haben. Ich fahre mit Dropbus, das heißt, du kannst es nicht nutzen. Da habe ich mir mal das Gewicht angeguckt und es sind, glaube ich, 200-300 Gramm. Nee, sogar mehr. Sparen. Ja, die Ortlieb Handlebar, ich fahre die große, die wiegt 450. Ja. 450 Gramm. Na gut, aber das ist schon natürlich so. Ist eine Organisation auf sehr hohem Niveau. Man würde auch finishen, wenn man es nicht machen würde. Aber geil, man ne? braucht irgendwann alles mal. Aber es ist geil. Ja, das ist geil. Das ist auch das Perverse daran. Ne? Das ist so, ja klar, da gibt es noch was. Ja gut. Ach komm, PayPal. Ist doch so schön. So. Und Essen, also in den 13,
Ja, in den 13,65 Kilo, die es jetzt gerade sind, sind auch 1900 Gramm Essen drin. So, also das habe ich schon drin, damit Riegel und so ein Zeug. Und das Rad, Gewicht, also nur das Fahrrad mit so diesen Flaschenhaltern und Halter für Navi und so ein Zeug, da komme ich jetzt gerade auf 11,7. So, und ich muss, weil das fand ich ganz interessant, weil du vorhin sagtest, du fährst ja auch das, das Carbon EXT von Bombtrack. Und das wiegt ja, glaube ich, du merkst, ich bin nerdy, ich glaube 9,8 Kilo oder sowas. 9,6, glaube ich, aber irgend sowas. Aha, du bist der Nerdy. Ja, ich glaube. Genau. Ist so. Aber auch mein Rad. Ja, pass auf. Und jetzt habe ich jemanden auch über Instagram, dann hier Atlas Mountain Race, und dann schrieb einer, der kommt, glaube ich, aus Schweden, der hat das auch. Und der sagt, der kommt auf ein Gesamtgewicht, Fahrrad plus Gepäck und Ausstattung, also mit so auf 16 Kilo. Und hat gesagt, ey, also das würde ich jetzt mal anzweifeln mit dem Taschengewicht. Ja. Also dann hätte er ja nur reines Gepäck von vielleicht 4 Kilo, 5 Kilo ja, maximal. Übrig, ja. Und ja. So sah das Rad nicht aus. Also bei, also ich gönne es ihm. Ach, ja. Du hast es gesehen. Ja, das war ein Bild. Und da stand hier, hab gepackt und so und hatte halt vorne Rolle, Rahmentasche, alles. Und dann schrieb er so, ja, 16 Kilo. Ich so, Weiß und du gleich kommentiert, nee, stimmt nicht. Nee, ich habe nur gefragt, ich habe gesagt, okay, bist du dir sicher? So, da kam dann aber auch nichts mehr. Also ich glaube, der wiegt jetzt auch nochmal. So, ich weiß nicht, was er gewogen hat. 26, sorry. Ja. Ach, 30, ach nee, Mist. Ja. Ja, egal. Ja, da bist du aber extrem leicht auch. Also ich muss eigentlich, ich habe leider nicht so eine Waage, das muss ich mir nochmal, ich habe zwar in meiner Excel habe ich zwar alles aufgeschrieben, ja. Klar, ich kam von dem Bombtrack Anfangsgewicht ausgehen, aber ehrlich gesagt ist an dem Rad auch gar nicht mehr so viel dran, wie es ursprünglich war. Von dem her müsste ich das mal gegenrechnen. Also nee, ich hab einmal beim Schrottwichteln so ein Ding gewonnen, weißt du, was du so ein Gewicht... Schrottwichteln ist ein gutes Geschenk. Ja, super, ne? Deswegen habe ich es auch nicht hergegeben. Ja. Und das andere ist, wie hieß das früher? Früher war das hier die Haschwaage, was ist das heute? Ach, die Haushaltswaage. Meine Frau hat so eine Haube für Mehl und bla bla bla. Und die wiegt halt sehr genau. Und da wiege ich, also sie schimpft schon, dass sie ja gar nicht mehr die Waage hat, weil ich ja nur noch Akku-Pack versuche dann irgendwas da drauf zu bauen, damit ich das Gewicht rauskriege für nichts, nur um mich zu freuen, dass ich jetzt das habe. So. Egal. Für die kleinen Sachen mache ich das alles genauso. Aber klar, die Haushaltswaage reicht nicht dann aus fürs Fahrrad. Insgesamt den Gegencheck zu machen, weil meine Excel-Tabelle weiß ich noch nicht, ob die mir so hundertprozentig die Wahrheit ausspricht, weil die ganzen Fahrradteile, Na, ich hab echt alles sehr knallhart gewogen, mehrfach, auch Mittel, also es hilft mir nicht, ja, ich weiß ganz genau, es ist völlig egal am Berg, ja, ob das jetzt 3 Gramm mehr sind oder nicht, das ist halt, deine Beine müssen stimmen. Ja. Mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen, ne? So deswegen. Ja. Sag mal, wenn du jetzt wir sind ja jetzt quasi schon beim Atlas Mountain Race, jetzt nochmal kurz zum Silk Road zurück, wenn du jetzt so drauf guckst, das finde ich ja übrigens nochmal, das war das, was ich eingangs auch sagte, was ich so interessant finde bei dir, ist dieses, du hast eigentlich keine Erfahrung, du hast tierisch Bock gehabt, Fahrrad zu fahren, bist da irgendwie reingekommen und jetzt, ne, ich meine, du fährst jetzt die Ultra Sachen, da hast du ja jetzt schon einen Track-Record sozusagen an Rennen, den viele gar nicht haben, ja, so, und würdest du jetzt so für Silk Road Mountain Race, ich meine, die haben jetzt dieses Jahr den, glaube ich, nochmal ein bisschen verschärft, ja, so wie ich gesehen habe, so ein paar Kilometer dazu, aber auch undankbarer Start und irgendwie nochmal 17 Berge rein, hast du so einen Tipp für Leute, die das Anwesende nicht ausgeschlossen, die das vielleicht auch nochmal machen wollen? Du machst es ja genau richtig mit Marokko jetzt erstmal fahren. Also ich glaube, Marokko wird ein super, es haben sich ja auch jetzt mehr angemeldet, als am Ende genommen worden. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die nicht genommen wurden, die ein bisschen sauer waren, aber das ist immer, ist nicht so ganz einfach. Es sind aber einige nachnominiert. Vieles Glück. Es sind einige nachnominiert worden. Ich habe das, ich hatte auch. Nicht dabei, sonst hätten sie es mir gesagt. Ja, in meiner Blase hatte ich auch 2 Leute. Die waren leider nicht dabei und dann auf einmal sagten, sie sind nachnominiert worden. Ah, okay. Ja, ich meine, am Ende sagen immer wieder 4 ab. Ja. Viele bewerben sich erstmal.
Transparent HD ja jetzt dieses Jahr eingeführt fürs Race Manual, muss man $30 zahlen, dass sie quasi mal dem entgegenwirken, dass Leute sich einfach nicht sinnlos anmelden, aber nur mit halbem Willen anmelden und am Ende sagen, nö, wir wollen doch nicht. Also finde ich auch eigentlich, find ich fair. Wenn es so ist, das weiß ich ja nicht, aber genau, ich finde es auch fair. Ja. Und die 30 Euro kriegt man am Ende auch zurückerstattet, wenn man genommen wird. Dann also die beste Vorbereitung für Silk Road ist quasi fahren, wo man halt kann vorher. Also für mich ist nach wie vor der Silk Road ist für mich die Spitze des tatsächlichen, des Bikepacking Race Mountains. Ja. Also wenn du das gemacht hast oder wie Bank zweimal, dann hast du, glaube ich, erhebliche Probleme, geil. Leider geil. So, und Vorbereitung ist, also Höhe, musstest du auf Höhe dich irgendwie genau, vorhin? Höhe, ich war in meinem Leben davor, damals mit meinem Bruder, als wir über die Alpen sind wir einmal kurz auf die Zugspitze hochgelaufen. Das waren knapp 3000 Meter, das war so der höchste Ort. Hört man das im Hintergrund? Jetzt bohrt der Nachbar hier. Nee, hört man nicht. Hört man nicht, alles klar. Okay. Genau, das war so der höchste Punkt, auf dem ich war. Und als wir dann damals, ich bin ja mit meinem Bruder nach Kasachstan geflogen, und erstmal, wir sind in Almaty gelandet und sind direkt hoch in die Berge auf 3600. Und ich erinnere mich noch an der ersten Nacht, da kamen wir dann auf so eine verlassene Wetterstation. Da oben haben doch 50 Russen gelebt. Mhm. Und wir haben die dann gefragt, wir hatten ein Zelt schon mit. Aber wir haben die gefragt, boah, hier wird schon ziemlich kalt. Wäre es denn möglich irgendwie, habt ihr hier irgendwas? Und dann haben die uns so eine Kabine gegeben. Das war richtig witzig. Wir haben da keine 15 Euro für die Nacht bezahlt. Die waren jetzt auch nicht freundlich, die waren halt schon sehr rau, aber wie ist Wetter? Unter der Haut waren sie sehr freundlich. Ja. Und dann haben wir da geschlafen. Ich meine, wir lagen die erste Nacht im Zimmer und wir konnten nicht schlafen. Der Kopf hat leicht gedröhnt. Es war jetzt kein Horrorszenario, aber es war schon so, man hatte Probleme. Die Atmung war schwer. Dann bin ich am nächsten Morgen, es war schon fast oben angekommen, aber es ging nochmal so einen kleinen Hügel hoch. Bin ich einfach mal zu Fuß da hochgelaufen. Man hat schon gemerkt, wie man gepustet hat. Mhm. Das war meine Vorbereitung. Ich weiß aber auch, dass ich eine sehr glückliche Situation hatte und hatte die Zeit, vorher hinzufliegen. Ja. Ich bin auch noch mal, als ich dann in Bishkek angekommen bin ich noch mal in diesen Ala Archa Nationalpark. Also das ist definitiv ein guter Tipp für alle, die nach Kirgisistan fliegen, um das Rennen zu fahren. Geht vorher in diesen Ala Archa Nationalpark, da kann man mit dem Bus direkt runterfahren. Das ist eine halbe Stunde, vielleicht 45 Minuten. Und da bin ich, meine Pedale war ja abgebrochen auf der Probefahrt damals. Ich hatte keine Pedale mehr im Fischgepäck. Die hatten mir dann ein anderer Fahrer aus Deutschland mitgebracht. von dem her mit dem Rad konnte ich nicht mehr fahren. Dann bin ich einfach zu Fuß dahin. Mit Rucksack und zwei Plastiktüten in der Hand bin ich dann den Berg hochgekrochen. Und habe dann 3 Tage auf 3,5 habe ich geschlafen. Und der höchste Punkt war 3,6, irgend sowas. Mhm. Ich hatte super Glück mit dem Wetter. Und ich bin dann einfach, habe mein Zelt quasi da gelassen. Da war auch nichts. Ich hatte für 3 Tage Essen mitgenommen. Habe das relativ gering gehalten, das, was ich gegessen habe. Einiges an Wasser mitgenommen. Ich habe ein Buch gelesen da oben. Ich habe nichts gemacht. Ich bin oben auf den Gipfel da gekrochen. Und habe ein bisschen Yoga gemacht, habe mich gesonnt, einfach um mich an die Höhe zu gewöhnen. Und ich hatte null Probleme mit der Höhe im Rennen. Also, der Jay fliegt ja auch immer rein, ne? Also der kommt ja auch immer an, aber der lebt, glaube ich, auch so auf 2200 oder sowas, ne? Genau, der lebt schon, ja. Und wenn der mal will in den USA, das habe ich auch gesehen, die ganzen Leute, die man in Kirgisistan kennengelernt hat, gerade die Amis, die haben schon sehr geile Bedingungen davor. Ja. Die gehen einfach raus in der Stadt, wo sie wohnen und sind eigentlich relativ schnell in der Natur und halt keine normale Natur. Das ist kein Brandenburger Wald oder Mecklenburgische Seenplatte. Das ist super. Remote, einfach gebirgiges Land, richtig cool. Ja, die machen ihre Höhenmeter auf dem Weg zum Supermarkt, ne? So, da. Ja, ja. Ja, also als Tipp natürlich fahren und einfach sich gegen alles absichern, was kommen kann. Auch was Klamotten angeht. Ich habe halt wirklich auch schon einiges an Geld dagelassen. Ich hatte viele Jahre gearbeitet, hatte immer ein relativ billiges Leben und konnte mir einfach einiges zusammensparen, weil ich da aber auch viel wieder ausgegeben habe. Ja, ich glaube, Ausrüstung ist echt entscheidend. Ne? Ja, von dem her. Und es lohnt sich. Ich habe für Kirgisistan habe ich
fast alles von Gore gekauft. Mhm. Davor dachte ich immer, oh, Gore und Rafa, dann kommen wieder die Hipster um die Ecke und bla bla bla. Aber es macht einen Unterschied. Also es ist wirklich ist eine gute Ausrüstung. Vielleicht gibt es sogar auch eine richtig gute Ausrüstung, die billiger ist. Aber ich wollte es in Kirgisistan nicht auf die Waagschale legen. Mhm. Also ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Ja, nee, ich seh das auch so. Und ich habe ja, also ich habe jetzt über die Jahre auch und letzten Monat ja auch den Weg aktiv gemacht von, es geht bestimmt auch günstiger und nee, doch nicht. Ja. So, ne, also... Ja. Und bin da jetzt auch bei unter anderem bei Gore gelandet und was ich auch nie gedacht hätte, weißt du, so früher, ich hab mir ein T-Shirt halt angezogen und Radler hatte ich schon immer so, aber so I don't care, ne? Und jetzt bin ich schon in diesem Merino-Game drin, viel zu tief. Aber okay, hier, geil. Ich kam gerade an, Merino-Basler ja auch für Marokko, weil ich hatte meine Mexiko da verloren, dann dachte ich, ich brauche wahrscheinlich schon noch einen. Ja, ich habe jetzt Merino Langarm. Ich habe noch Merino Langarm leicht Thermo. Weißt du, so um diese Brücke noch zu machen, dann zu den zum Schneesturm. Weißt du, wenn du dann so nachts liege ich dann mal da und denkst so, okay, dann ziehst du das an, dann ziehst du, aber was ist, wenn dann? Weißt du so, und dann eigentlich Basics, die man eigentlich drauf haben sollte, aber das ist ja, glaube ich, das, was einen immer wieder beschäftigt. Ah, okay. Das Gute ist, man muss vieles wirklich nur einmal kaufen. Also ich habe jetzt für Marokko, habe ich jetzt auch nicht mehr viel Ausgang gehabt, weil ich vieles aus Kirgisistan einfach nehmen konnte oder einfach ein bisschen weniger jetzt. Also wenn man das einmal kauft, dann kann man damit auch relativ lange und gerade so eine Patagonia-Jacke und so, wenn das mal kaputt geht, die achten ja auf Langlebigkeit und auf Nachhaltigkeit, dann schickt man es ein, es wird anzünden. Du musst nicht 200 Euro für eine neue Jacke. Anzünden, wegschmeißen. Anzünden und Geld zurück. Du musst ja leave no trace, weißt du, du musst einfach, wenn du die Jacke wegschmeißt, einen Stein drüber legen, weißt du so, damit es auf dem Foto niemand sieht, das ist doch das Entscheidende. So, nein, natürlich nicht, liebe Hörer, nicht nachmachen. Nein, überhaupt nicht machen, nicht also nachmachen würde heißen, wir hätten es schon gemacht, nein, haben wir natürlich nicht. Atlas Mountain Race, genau, wir sehen uns, wann, ich habe dich das bestimmt schon gefragt, wann dongelst du dahin, wann fliegst du rum? Am 11. Ach, das ist ja jetzt schon bald. Ja, ich bin noch 2-3 Tage. Ich bin jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit 4-mal in Marokko gewesen. Ja. Ich wohne in der Unterkunft. Da ist der Typ, den hatte ich damals kennengelernt, der ist super cool. Und dann bin ich noch 4 Tage da. Und dann freue ich mich sehr auf das Rennen. Also, ja, wir sehen uns ja definitiv am 14. Ne, beim Check-in beim Briefing. Ja, wir wohnen da so auch in Medina-Nähe, also weil sie haben ja jetzt irgendwie den Startpunkt da nochmal verlegt, so, aber da war ich. Da fahre ich früh runter. Ich war in Bischkek auch nicht in der Nähe vom Startpunkt, da muss man halt mal 5 Kilometer mit Taxen, sind jetzt nicht so teuer, selbst wenn man jetzt die Fahrradboxen so dahin stellen muss irgendwie. Ja, das in diesen Ländern ist ja alles relativ einfach, was Transport angeht. Da beschäftige ich mich jetzt gerade mit, ist, jetzt kam ja der finale Track, ne? Und was ich ja echt interessant finde, du kannst dich ja nicht wirklich vorbereiten, weil auf Komoot sagt er, was war das, 16.500 Höhenmeter? Ich habe die Diskussion heute gelesen, ich habe es gelesen. Auf Ride with GPS sind es 23.000. So, also okay, es geht eh hoch, gut, ne? Das ist jetzt nur so für die Planung, weil so, wenn man sich sagt, was willst du so am Tag schaffen und so, dann macht ja der Höhenmeter schon noch den Unterschied. Ich habe keine Ahnung, ich finde es halt nur interessant, dass das so elementare Abweichungen sind und dass man es offensichtlich nicht hinkriegt, das einheitlich zu berechnen. Aber da, ich weiß nicht, wie die einzelnen Anbieter, was sie da für Algorithmen dazwischen geschalten haben, dass die es berechnen, aber man, was ich schon ganz oft gehört habe, über Komoot hochladen, der größte Fehler, den es gibt, wenn man es dann wieder auf dem Garmin oder auf dem Baroo überspielen will. Also man sollte es immer über den direkten Weg machen, weil das die haben ich gemacht. Einzelne Algorithmen dazwischen geschaltet. Ich habe es einmal in Komoot hochgeladen. So, ne? Dann macht er noch seine Bereinigungen da und sowas und dann. Ja. Okay, aber da sagt er 16.500. Dann habe ich jetzt den Pfeil direkt in Baroo reingespielt. Der sagt auch 16.500. Ja. Dann habe ich Ride with GPS gemacht, der sagt 23.000. Dann habe ich das auf Google Maps integriert. Google Maps sagt 16.700 oder so. Krass. So, du kriegst halt unterschiedliche Werte.
Es ist ja völlig egal. Genau, guck dir das Profil an. Am Ende geht es 1150 Kilometer hoch und runter. Genau. Am Ende, welche Zahl dabei rauskommt. Viel Plan. Ich weiß gar nicht, es gibt doch diese Checkpoint-Liste oder diese Resupply-Liste. Ja. Stehen dann keine Höhen? Nee, da stehen keine Höhen dabei. Da stehen nur die Kilometer die dabei stehen, und so. Stehen ja, nicht dabei. Aber es ist tatsächlich in ganz vielen Abschnitten, kommt es eher darauf an, wie die Oberfläche gerade ist, ja, als die Höhe. Ja, habe ich auch schon geguckt. Weil und das ist nicht oberflächenmäßig lustig. Ist es zum Teil richtig, richtig fies. Ja. Also. Ja. Wenn man sich das nämlich so anguckt, ja, wenn man sich das so anguckt, dann okay, machbar und so, aber ich glaube, das wird echt die Oberfläche. Ja. Ja, aber warum nicht, ne? Ich sage immer, es ist alles ein Foto wert, ne? Ja, ein Foto ist immer geil, aber die Hand tut irgendwann weh. Und also ja. Die Oberfläche ist wirklich zum Teil schon sehr grenzwertig. Ich meine, manchmal ist es so scheiße, dann schiebt man einfach. Ich finde, dann ist es auch, ne? Dann schiebt man halt, ist okay. Dann macht man das ein paar Kilometer, dann ist es auch wieder vorbei. Aber so ein paar Strecken sind schon. Ja, das ehrlich. Eine, also im Track jetzt, in der Track-Beschreibung, also das hat mich noch genervt, dass das irgendwie die Point of Interest nicht übertragen hat, auch nicht auf Wahoo, selbst den direkten. So. Geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das zeigt er nicht an. Also ich weiß nicht, wie es bei dem neuen ist, aber das hatte ich damals schon beim Bikepacking Grand Germany. Ich habe mich einfach so hinten dran gefühlt, weil jeder ein Garmin hatte und jeder konnte immer schauen, okay, ich habe jeden Tag draußen geschlafen und ich musste wirklich, wirklich draußen schlafen. Alle anderen hatten dann immer ein Shelter, irgendwo eine Hütte, irgendwo, wo was überdacht war und es hat fast jeden Tag leicht geregnet. Nie richtig schlimm, aber immer leicht. Ja. Und das ist wirklich, und ich dachte, das hat Wahoo mit dem neuen, den sie jetzt nochmal rausgebracht haben, den habe ich und da sehe ich aufgegriffen. Haben sie anscheinend nicht. Und das ist wirklich ein Punkt, auch wenn man sich selbst Markierungen macht für, also völlig egal, ob es ein Rennen ist, wenn man selbst eine Urlaubsroute plant oder irgendwas. Ne? Man kann ja sich so viel über Ride with GPS und so gut arbeiten und sich Punkte markieren. Das ist ein bisschen schade, dass einem das dann über die Geräte nicht angezeigt wird. Naja, also wenn man halt jetzt selber eine Tour plant, dann legst du dir die ja dahin, weißt du so. Also dann weiß der schon, okay, was ich da zur Hütte und so. Ja, aber wenn es einfach nur ein kleiner Hinweis ist, so hier gibt es Guesthaus irgendwie. 100 Kilometer, genau, oder Wasser. Irgendwie Wasser, weil man wirklich weiß, da kommt nicht viel, das kann man dann nicht anzeigen lassen. Ja, wir machen das jetzt auf die klassische Art, nämlich händisch. Ne? Also Roadbook-mäßig. Ja, okay. So, dass du guckst, okay, wo bist du gerade, alles klar, und wo kommt jetzt dieser Supply? Das ist dieses Google Doc, was der eine da in der Gruppe angefangen hat, da zusammen zu basteln. Okay. Und dann so zu gucken, ich habe noch als Ersatz Navi, habe ich noch einen Garmin e-Trax 30 mit. Da muss ich noch überlegen, ob ich mir sogar noch eine Marokko-spezifische Karte aufspiele. Sonst hat er das eigentlich abgedeckt mit so einer Global-Karte und dann siehst du nur den Track. Das reicht ja dann im Allgemeinen, wo du lang musst. Aber bin ich noch am Überlegen, das zu machen. Und dann versuche ich es jetzt gerade irgendwie auf dem Smartphone noch so über Ride with GPS quasi als Offline-Version zu haben, dass ich dann im Fall des Falles mir das alles angucken kann. Genau. Und so. Aber ja, und so viele Wege gibt es, gibt's habe ich mir immer gedacht, in Kirgistan, wenn es mal ausfällt, es gibt nur einen so einen Weg da lang. Es gibt jetzt nicht Kreuzungen oder so, das kommt selten vor. Das heißt, wenn es komplett ausfällt und man tut das Handy einfach in die Rückentasche oder vorne in die Tasche rein, guckt mal alle halbe Stunde drauf oder immer, wenn es mal kurz eine Abbiegung gibt, das müsste da eigentlich auch reichen. Aber ich habe mir auch, da habe ich in Kirgistan das erste Mal gemacht, eine riesen Excel-Liste zusammengeballert und hat, da steht alles drin, da steht quasi, ich habe das immer sortiert nach den 8 Strecken, die erstmals in Komoot hochgeladen wurden. Mhm. Ich glaube, das waren, jetzt habe er ja 200 Kilometer Abschnitte, die finale aber auch nur aus Routing-Gründen, ne? Weil viele nicht mehr routen. Genau. Ja, und ich habe mir dann einfach Kommentare rechts dazu geschrieben. Ich habe die in die Dropbox geladen, ich lade die Datei da runter, das heißt, ich habe immer, egal wo ich bin, kann ich mein Handy aufmachen und weiß, okay, ich bin jetzt 20 Kilometer nach Checkpoint 2, in 15 Kilometern müsste irgendwie meine Wasserstelle kommen oder irgendwas, dass man zumindest die Sicherheit hat und während des Rennens, also in Kirgistan, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich kannte die Strecke, bevor ich die überhaupt jemals gefahren bin, weil ich das habe ich fast auswendig gelernt. Ich wusste genau, okay, du bist da, du weißt jetzt, es sind zwar nur 30 Kilometer, aber es ist halt voller Schlamm. Und 30 Kilometer bist du wahrscheinlich nicht in einer Stunde da, sondern wahrscheinlich in 4 oder 5 Stunden.
Und dann fühlt man sich auch sicherer, was man isst. Und ne, muss man ja auch alles schauen. Man schleppt viel mit und wann isst du das alles? Ja, genau. Also, aber das ist ganz gut. Deswegen, ich bin gerade ganz froh, dass ich mit Tobias fahre, weil auch da, ich habe mich nie um so Strecke war für mich halt, es ist halt Teil einer Reise, ne? So, und jetzt, ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auf den Atlas Mountain Race, das ist halt was anderes. So, und da ist halt nicht so dieses, naja, weil normalerweise würde ich sagen, alles klar, das sind 1000, weiß ich was, Kilometer, das wird halt bergig. Ob ich jetzt vorher weiß, dass es scheiße ist oder dann merke, es ist scheiße, ist eigentlich egal. Aber das ist jetzt ein bisschen anders, weil du musst halt anders Versorgung planen und gucken und so. Und deswegen fange ich auch gerade an, mich wieder, also Satellitenbilder, auch wenn mir das jetzt nichts bringt, aber ein bisschen genauer zu gucken. Jetzt habe ich auch in dem Track gesehen, ein paar Mal ist die Straße kaputt irgendwie, stand da irgendwo außen rum und dann auch, was du sagtest, da ist so ein Guesthouse an der Seite, da haben sie halt auch den Marker gesetzt, ne, aber die Route geht woanders und das hätte ich schon gerne angezeigt, damit ich dann halt weiß. Ja. Naja, okay. Raphael, bist du fit? Ja, ich bin jetzt lange von meinem Fahrrad, steht immer noch in der Reparatur, da ist am STI ist irgendwie diese Membran abgebrochen oder. Mhm. Auf jeden Fall kann ich das Fahrrad leider noch nicht fahren. Ich bin vorgestern, weil ich einfach mal wieder raus wollte, ein paar Kilometer und ehrlich gesagt auch ein bisschen Equipment, weil ich mir jetzt einen Fahrradhandschuh muss ich mir neu holen. Das Einzige, was schlecht in Kyrgyzstan war meine Handschuhe, die man. Welche hast du dir geholt? Jetzt habe ich mir die vom Pedelec geholt. Beim Kuppert gesagt, die sind gut. Teuer sind eh alle. Mhm. Also ob man da jetzt nochmal 5 oder 10 Euro spart, dann dachte ich, okay, die sind auch teuer. Ja. Aber ich bin die gefahren und tatsächlich, also ich finde das Schlimmste, ich habe ich fahre SRAM und dann diese Double-Shift-Schaltung, ich habe in Kyrgyzstan, habe ich teilweise mit der Faust, weil ich meine Finger nicht mehr gespürt habe, eingefroren. Und dann konnte ich natürlich die Reißverschluss an der Jacke nicht mehr zumachen. Da gibt es ein schönes Foto auf deinem Instagram-Kanal. Chinesische Reiter an. Ja, mega. Und am Abend davor, das war der schlimmste Start überhaupt, oben auf dem Kegeti-Pass, ein paar hundert Meter nach dem Gipfel, bin ich runtergefahren. Ich musste dringend auf Toilette, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Bin runtergestiegen vom Fahrrad, habe die Handschuhe ausgezogen, um quasi den Reißverschluss aufzumachen. Und als ich fertig war, ich konnte nichts mehr anfassen. Ich konnte weder meinen Reißverschluss zumachen. Ich hatte quasi die ganzen Layer habe ich aufgemacht. Und ich bin nicht mehr in die Handschuhe zurück reingekommen, weil die waren so komplett steif. Meine Hand, konnte man nichts mehr machen. Und da hatte ich noch 7 Kilometer auf quasi, es war -8 Grad und es war irgendwas 3,8 war Gipfel, wahrscheinlich war ich irgendwo auf 3,6 oder so. Und dann musste ich diese 7 Kilometer mit offenen Reißverschlüssen ohne Handschuh fahren. Und danach bin ich, als ich unten war, weil ich wusste, da oben konnte man eh nicht schlafen, weil es kein Platz für ein Zelt gab. Aber ich wusste auch, hier oben willst du nicht schlafen, noch mal ein paar Höhenmeter verlieren, dass man unten wusste, ich komme eine coole Wiese, da kann man ganz gut schlafen. Als ich da angekommen bin, ich bin tot, ich habe irgendwie das Zelt noch aufgebaut, ich habe sogar mein Essen im Zelt mit dem Feuer gekocht. Das ist natürlich ganze Wasserdampf, ist oben ein Zelt, was durch die Nacht als Schnee oder Eiskristalle wieder runterkam. Das ist sau wichtig, dass man wirklich auf alles lieber ein bisschen zu warm als zu kalt. Ja. Oder man friert nicht. Wenn man nicht friert, Glückwunsch für diejenigen, die haben ein bisschen mehr Glück. Mhm. Aber ich habe die Pedelec und war jetzt auch alles ganz gut. Auf jeden Fall saß ich da auf meinem Cube. 100 wollte ich fahren, 40 bin ich am Ende gefahren, weil es mir einfach gar keinen Spaß gemacht hat, durch Berlin, durch die Stadt zu fahren. Verstehe ich, bis man hier rauskommt. Ich war jetzt laufen. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Das ist ein ziemlich guter Ausgleich, ne? Irgendwas machen, genau. Irgendwie die Muskeln so halbwegs aktiv halten. Damals nach dem Kreuzbandriss, seitdem war ich nie wieder laufen. Ich bin früher viel gelaufen. Marathon, 100 Kilometer, jetzt nicht professionell, aber einfach aus Spaß immer. Mhm. Und die Achillessehne funktioniert, das Kreuzband ist fest. Cool. Das ist eh fest. Also von dem her, ich fühle mich fit. Ja. Aber es fahren ja genug gute mit. Also Also ich werde jetzt noch bis Sonntag was machen. Ich muss noch mal, ich habe jetzt noch mal neue Kette und neue Mäntel und neue Bremsbeläge draufgepackt. Ich will noch einmal so 40 Kilometer damit fahren, um sicher zu sein, dass es ist. Ne? So. Ja.
Und dann mache ich noch mit meinem alten Ding da weiter und dann ist auch Feierabend, dann verpacke ich und dann ist gut und dann muss reichen. Also ich meine, das kriegst du jetzt eh nicht mehr drauf, was du jetzt nicht drauf hast. Aber ach so, die Freude, wenn man da ist. Ja, das wird mega. Ich bin jetzt schon ganz hippelig. Ich musste, genau vorhin, da kam ich gar nicht, genau, du hast über Florenz gesprochen. Ich habe vorhin gelesen, der Tuscany Trail, die Organisatoren haben gemeldet, sie haben dieses Jahr 1020 Teilnehmer gemeldet. Was? Wahnsinn. Also das ist ja unglaublich. Und sie meinen, sie lassen ja jetzt auch E-Bikes. Ich habe die Bilder gesehen. Also verrückt, ja. Ja, das ist, also am Anfang denkst du gar nicht so auf den ersten, weiß ich, 20, 30 Kilometern, dass sich das jemals auflöst. Ja, du denkst, du fährst irgendwie im Pulk von 300 Leuten irgendwie bis darunter. So. Ja. Aber das verschwindet recht schnell und so. Und es hat auch einen ganz anderen Charakter. Was ich interessant fand, ich habe damals gedacht, ja, bist ganz gut vorbereitet für den Toskana-Trail. Das war auch in Ordnung. Ich hätte auch schneller fahren können und so. Aber kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mache. Also dieses... Ja. Also, ich finde auch, von den Leuten, es herrscht auch ein ganz anderer Vibe während des Rennens. Also in Italien damals zum Beispiel. Ich habe Mathis, habe ich da kennengelernt, der kommt aus der Schweiz. Mit dem bin ich in dieser Gruppe gefahren. Mit dem schreibe ich jetzt noch auf. Ja. Super witziger Kerl. Ja. Aber in der Gruppe hatte man so ein bisschen schon das Gefühl, naja, es ist auch ein bisschen eine Tour und kein Rennen. Ja. In Kyrgyzstan, das war der komplette Gegensatz. Da haben alle sehr wettkampforientiert sind da gefahren. Oben, als wir in Knetipas hochgefahren sind, das war nicht so, dass alle jetzt sich kennengelernt haben und haben so ein Schwätzchen gehalten. Jeder hat schon relativ konzentriert geschaut, wo er bleibt, um da oben anzukommen, bevor es dunkel wird. Also trotzdem, das fand ich super cool, als wir am Ende waren. Man muss wirklich sagen, vielleicht siehst du das dann auch, wenn man im Auto ist, die Nelson hat da einfach eine große Familie gegründet. Also, also die Rennen, die Nelson macht, die sind von vorne bis hinten, ohne Wenn und Aber, gut durchorganisiert. Die Race Coverage ist so geil. Dieses Gefühl, was zwischen den Fahrern während des Rennens passiert, das ist so verrückt. Wir saßen dann am Ende, war ich noch 2 Tage in Chopinata, wo ja das Ziel war. Und das war so schade, als alle wieder auseinandergegangen sind. Ja. Das ist echt eine coole, jeder durchlebt das gleiche. Und die Leute dort sind aber schon alle sehr, sehr rennorientiert gewesen. Ich glaube, das wird in Marokko auch so sein. Vielleicht ein bisschen weniger, weil es trotzdem, es ist nicht ganz so hoch, es ist nicht ganz so lang. Aber es ist trotzdem ein toughes Rennen und viele gute Fahrer nehmen das, glaube ich, einfach als Saisonvorbereitung für alles, was danach kommt. Ich bin gespannt, was es jetzt, wann die finale Starterliste rauskommt. Einfach auch, weil ich mal so gucken möchte, wie viele Frauen, wie viele Männer. So, ne? Ich finde das bei den Frauen können wir, glaube ich, noch sehr viel sehen, was da jetzt in Zukunft kommt. Jetzt Leil ist ja da nur die Speerspitze und jetzt mit Fiona auch beim Transcontinental Race. Also da mal gucken. Welche Cap-Nummer hast du? Boah, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe 214a. Der stand einmal, da stand ach, einmal stand in dieser der ersten Liste wahrscheinlich drin. Liste es drin, gibt diese Starterliste. Aber ich warte auf die finale Liste, so dass ich auch weiß, weil das vorher trommel ich jetzt noch nicht. In der finalen Liste, also ich hatte jetzt irgendwann von Sofian zum Beispiel gesehen, dass er sich freut aufs Atlas Mountain Race und der steht in der ersten Liste nicht drin. Also es kann sogar sein, dass noch mal ein paar richtige Kracher dazukommen. Ja, ja, das... Und auch so, die Liste, die jetzt schon da ist, das die ist ja ist schon who die is who. Creme de la Creme der Elite. Ja, ja. Also alle guten Offroad-Fahrer auf der Welt fahren dort mit. Es gibt kaum jemanden, der nicht dabei ist. Genau, und ich wollte also unbedingt mal eine Erstausgabe fahren, weißt du? Deswegen habe ich auch zu Hause gar nicht... Ja, finde ich auch cool. Da habe ich keine Diskussion großartig... das wirklich, musste sein. Ja, nein, das ist once in a lifetime. Ich will sowas mal... Ja. Allein schon, weil man dann immer sagen kann... Ja, okay, du bist jetzt die zweite. Ja, also die erste, das war puh. Habe ich damals gemacht, damals, vor 10 Jahren. Ja, wir wussten ja nichts. Ich meine heute, ihr. Weißt du, so bla bla bla, Opa erzählt wieder sowas. Darauf freue ich mich schon. Aber das ist nämlich auch bei den 155 Fahrer sind es jetzt insgesamt, inklusive Pairs. Das ist who is who. So, Leil ist leider nicht dabei. Da hätte ich mich gefreut. Sie war ja eigentlich sie war eigentlich angemeldet oder sie wollte sich anmelden und wollte das auch fahren, aber da ist jetzt nicht dabei. Sie hatte mir nämlich noch geschrieben, klingt auch cool, ne? Aber es war eher Instagram, so bla bla bla. So. Und ich hatte, wir kamen irgendwie in Kontakt und dann hatte ich gesagt, wir sehen uns ja in Marokko und dann lass mal
schnacken, ich würde dich echt mal gern kennenlernen. Und dann sagt sie, ja, nee, es passt irgendwie nicht. Und ja, das wird schon gut. Aber das vielleicht jetzt zum Abschluss. Du hast, für dich ist ja der Atlas Mountain Race, ja, und das ist nach deinen Haaren, ja, quasi jetzt nochmal zum Schluss unseres Gesprächs nochmal der nächste, ja, Schlag in mein armes Gesicht. Das ist ja für dich ja quasi nur der Auftakt wieder zu einem Fahrradjahr, während ich mich durch die Büroräume dieser Welt kämpfe und erzähl. Atlas Mountain Race und dann? Atlas Mountain Race, dann kommt direkt im April Hanse Gravel, wobei Hanse Gravel. Ah, pass auf, Raphael, genau, Hanse Gravel, da ist ja. Ja, klar, aber, den fahre ich nicht. Da ist ja auch die Anmeldung schon zu. Also, die haben ja irgendwie 100 Fahrer oder sowas. Ja, genau, die haben es begrenzt. Aber, was ich gesehen habe, ist, ich bin auch in dieser Hanse Gravel Gruppe, dass am Abend vorher ist quasi auf Entenwerder, auf der Insel, kann man quatschen, zelten, Bier trinken und dann geht es von dort aus am nächsten Morgen los. Das überlege ich, ob ich abends rumkomme, da penne und dann von dort aus ins Büro fahre. Und da könnte man sich ja zum Beispiel nochmal treffen. So, also, das wäre was. Okay, weiter. Nicht zu viel Bier, aber eins geht. Na, ich schon. Ja. Du nicht. Ja, Hanse Gravel, dann werde ich im Mai, am 9. Mai beginnt das Race Through Poland. Mhm. Das wird das erste, das ist quasi meine direkte Vorbereitung aufs Transkontinental, wo ich hatte mich letztes Jahr schon beworben, hatte letztes Jahr wusste ich ja gar nicht, ob ich jetzt Offroad oder Straße fahre. Mhm. Und dann wurde ich quasi Transkontinental abgelehnt, Kirgistan genommen. Also gab es da auch gar nicht mehr so viel Entscheidungsmacht in meiner Hand. Race to Poland. Through Poland ist ein Straßenrennen? Oder Straßenrennen, 1100 Kilometer durch die südliche Polen und Slowenien. Mhm, also bergig? Slowakei. Slowakei. Sehr bergig. Im Grenzgebiet zwischen Polen und Slowenien lebt ja auch der mexikanische Braunbär. Ja, das ist gut wieder zurückgeholt. Warte, das muss ich mir notieren. Das ist ja schon wieder mega. Wenn ich den finde, mache ich ein Bild und schick's dir. Ja. Design für diesen Podcast. Ja. Und genau, da wird sogar Fiona, also in der Startliste habe ich gesehen, dass Fiona mitfährt. Björn Lehmhardt fährt auch mit. Also auch. Ja, so die ganz guten fahren da auch mit. Mhm. Genau, dann, ich glaube, am 26.07. ist dann Start fürs Transkontinental. In Brest diesmal, und ja. Das sind quasi die zwei Straßenrennen dann, die ich fahre. Aber da geht es halt noch mehr auf die Radperformance. Ne? Ich bin nicht der schnellste Radfahrer. Ich kann vielleicht durchhalten und kämpfen, aber da werde ich nochmal ein bisschen was Power in meinen Beinen zulegen müssen. Mhm. Und dann, ich glaube, da freue ich mich sogar am meisten drauf, am 1. November, Reno Run in Südafrika und Namibia. Das ist ein einmaliges Event, das wird nur 2020 stattfinden. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf, ich glaube, von Gentle schon, hat Basti mir das erzählt, das sind die Jungs von Curve quasi, also Curve Australien, richtig witzige Typen, was ich auch immer nur sehe. Und das ist, glaube ich, das wird ein Charity-Rennen werden. Zu 100% bin ich da auch nicht. Da ist Kim Raymakers ist da mit drin gewesen in der Organisation, hat den Track gescoutet. Die sind da alle so ein bisschen mit drin, so 100%ig. Ja. Da sind auch bisher nur 38 Fahrer sind in der Excel-Liste. Also da kann jeder fahren. Es gibt keine Qualifikation oder sonst was. Wer sich in diese Excel-Liste einträgt, der fährt mit. Das sind quasi 2750 Kilometer. Das beginnt in St. Blettenburg oder Berg, irgendwo in Südafrika, und geht dann komplett hoch nach Namibia. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Instagram-Account schon gesehen hast, die Bilder oder auch die Webseite. Mhm. Das sieht krass aus. Also Wüste über Wüste. Aber dann weiß ich. Dieser Jesse Carson, der hat, glaube ich, 2016 oder 2017 auch Transam Bike gewonnen. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, das sind aber nur Gerüchte, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, wird er einen Tag Vorsprung bekommen und das Ziel aller anderen Fahrer ist quasi, ihn einzuholen. Ah, okay. Kann ich nicht hundertprozentig sagen, ich habe das auch nur gehört, aber wenn er so ist, wäre es extrem witzig, zumal ich dann mal gern sehen würde, wer den einholt. Ja. Wahrscheinlich
keine Ahnung, wir sind ja schon wieder längst zurück in Australien, wenn wir erstmal am Ziel ankommen. Ja, also, oh Gott. Ja, das wird so der Rennplan für 2020. Ja, aber gut, dann also spätestens mit dem Reno Race, dann weißt du ja selber, was dann kommt, ne? 2021 für dich, die Tour Divide. Tour Divide habe ich sogar, wenn ich jetzt für Transcontinental nicht genommen wurde, hätte ich, ja, ich meine, man muss natürlich dann auch schauen, wie das beruflich weitergeht und es ist ja leider, hat man ja nicht unendlich viel. 2020 werde ich jetzt nochmal viel aufs Radfahren auslegen und werde alles andere so ein bisschen unterordnen, weil es mir einfach extrem Spaß macht und weil ich auch irgendwie hoffe, auf lange Sicht Fuß zu fassen, also jetzt nicht als Sponsor oder Fahrer, aber einfach beruflich, aber ja. Du kannst ja bei Rafa in Berlin da am Kaffeeautomaten anfangen. Ja, hab ich sogar schon mal nachgeguckt. Oder, wir haben bisher immer nur einen Barista gesucht. Ja, genau, aber so ist der Einstieg. Witzig, dass du das sagst. Wir haben damals in Kirgistan saß ich an diesem Dinnerabend da einen Tag davor und dann kam Brandon aus Seattle, mit dem bin ich dann sogar, der ist zwei Plätze vor mir, dann hat er gefinisht. Der kam gleich zu mir und meinte, du bist Cycling Rafa, ne? Er arbeitet nämlich bei Rafa. Und er kam dann auch irgendwie, hat sich immer, ich habe vielleicht auch ein paar Follower bekommen, weil die einfach dachten, oh, Rafa, und dann passt das. Und dann haben sie eigentlich gesehen, nee, das ist ja gar nicht die Klamottenmerke. Das ist so ein dicker Berliner, der da ein bisschen Arsch fährt. Nee, das passt schon. Aber ich glaube, fährt nicht der John Woodruff auch mit? Von Q-Tones Amsterdam. Das ist, Q-Tones ist so eine PR-Kommunikationsagentur, die in der Bike-Szene irgendwas machen. Der John Woodruff, der kommt auch tief aus diesem Bike-Szenen-Endurance-Racing. Okay. Und, jetzt in Marokko oder in Südafrika? In Marokko, dachte ich. Also er ist auf jeden Fall, wenn ich mich, also erzähle ich vielleicht Mist, aber er ist, glaube ich, auch Silk Road gefahren. Ich glaube auch, das ist die erste Runde, also die erste Ausgabe. Das weiß ich nicht. Ich hatte mit ihm zu tun wegen Pelagio und Restrap, vertreten die irgendwie. Okay. So. Also, es gibt so, wo ich gerade angefixt kann bin. Kann ich aber, mal anfragen. Na klar, kannst du beim Überholen. Weißt, du musst das auch als Vorstellungsgespräch sehen, diesen Atlas Mountain Race. Weißt du? Einfach hast du einen Job in Berlin? Ja, so. aber auch so ganz betont locker, weißt du, so. So vorbei, so. Hey, weißt du, mit der Kippe, weißt du, so, ey. Freihändig. Na, so. Freihändig, genau. Und eingeklickt. Ja. So. Das ist geil. Ja, aber da, ja klar. Also ich bin ja gerade so ein bisschen angefixt von Alpkit, ne? Aber jetzt, also es gibt keine Gründe, außer dass die halt einen Store haben online, der es echt schwer macht, nicht doch noch was zu wollen. Ja? Also auch wenn es so banale Sachen sind, die man eigentlich auch schon hat. Das ist so unmöglich eigentlich. Ach, da gibt es noch was, das kostet nur 10 Euro. Und ja, das kostet ach komm, 50 Euro mit, da steht Zähl dran, egal. Das war bestimmt teurer. Also so. Sind wir wieder bei PayPal. Ja, und olé. Also, na mal sehen. Aber ja, na gut, aber Berlin ist ja jetzt nicht, ne? Ansonsten machst du da bei Gentle Jaunt. Ja, dem Fahrradmechaniker. Genau. Ich bin froh, wenn ich keinen Platten kriege, weil ich nicht auf die Reihe kriege. Ja, du machst den WD-40 Hauptbeauftragten da, Spritzer. Immer wenn, da gibt es so ein Finishing mit WD. WD-40, wo wir schon alle, hatte ich in Mexiko hatte ich einen Post gemacht, man scheiße. Nee, genau, da hat man nur gesehen, dass ich meine Fahrradkette geölt habe und ich hatte mein Öl genommen und habe WD-40 genommen. Und zum Beispiel Basti von Gentle schon auch so von Raphael, was machst du da? Ja. WD-40 zerstört die Kette, hör sofort auf damit. Ja. Ist aber geil. Als Mechaniker wäre es noch ein langer Weg. Ja. Ist geil, genau. Nee, bei der alten Kette jetzt, ich habe nämlich auch, dann, am Ende war ich dann irgendwann, das war halt da, so, ne, das, wenn du stehst, es ist dunkel draußen, das ganze Zeug ist dreckig, du hast jetzt keinen Bock, sondern so, nehme ich das, was da ist, das war WD-40. Fertig. Jetzt bei der neuen gibt es Keramik, Blub, handgeklöppelt von, weiß ich. Gold verziert? Ja, und wir wissen beide, es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Aber egal, komm. Es ist, glaube ich, im Bikepacking ist vieles auch Einbildung und das ist auch gut so. Ja. Gut, macht Spaß. Raphael, und wir sehen uns. Ich komme am 13. Ja. Genau. Und dann freue ich mich und sag hier mal Tschüss. Ja. Du bleibst aber noch, weil ich gleich hier noch was sagen wollte. Und dann, das werdet ihr, liebe Hörer, nie erfahren, was wir jetzt besprechen. Ist alles nicht so wichtig. Also, Raphael, tschüss. Mach's gut, vielen Dank. Ciao.